Also, dann schauen wir mal. Das Toastbrot ist der Martin. Das Toastbrot? Ja, das Weissbrot wollte ich sagen. So. Der Kleine ist der Steven. Hallo. Der Kleine? Hey, Steven. Hey, hey, Martin! Da bin ich klein. Ein Black Yo. Ein Black Yo Yo. Hat mal so einen Song gegeben auf YouTube. No, das Wort beinhaltet. Der Satz. Okay, ich habe mal ein bisschen etwas hinzugefügt. Nice. Grüezi mich. Oh, oh! Gregus! Oh! Ja, natürlich schaut er zu, er will mich auslachen, er sucht Input, um. Er sucht etwas, um mich dann jahrelang fertig machen können. Ich weiß schon. Richtig gut, ja. Gut zuschauen, gell? Gregus, gut zuschauen. Martin, du musst bitte nicht bellen. Du musst ganz normal mit uns reden. Schade. Das tönt nach einem. Chihuahua. Nein, nein, die tönt mehr so kratzend. Nein, ist ein Chihuahua. Ah, doch. Okay, der ein funktionierender in dem Fall. Okay. Sind alle Bälle weg? Ich habe sie weggerührt, weil ich keinen Korb getroffen habe. Dann bin ich hässig geworden und dann habe ich für mich gedacht. Mach weg, versteckt. Nein, ich habe sie rausgerührt. Ich habe sie aus dem Ecken dort gerührt. Dort oben rechts. Shit, sie hat ihn gefunden! haben wir eigentlich vor allem genug? Schauen. Kaufen. Ja, ich habe ein bisschen Geld. Ein bisschen habe ich. Ich kann mir nicht alles leisten. Ich erlebe. Hey, hey! 37 Dollar. Mega geil. 37 hast du? Ja, wenn ich immer sterbe. Das wird heute nicht anders sein, mein Bruder. Geisterbuch haben wir. Kopfkamera. Diesmal lege ich sie nicht an. Wir geben es dem Steven. Was? Danke. Das war Kopfkamera. Ja. Ja. Dann habe ich wenigstens Action, ja. Ich nehme das schon mit, ja. Was hast du? Schauen. Oh, haben wir noch Geisterbox? Da habe ich gerade schon wollen schauen. Also ich Geisterbox, haben wir eine. Geisterbox, sollen wir noch eine nehmen? Wie du magst. Ja, ein bisschen Geld. Also immer dein Herz ja begehrt. Oh nein, sag das bloß nicht. Eigentlich hätte ich jetzt erwartet, dass der Martin und der Steven warnen, aber nein. Hä, was? Nein, sag, ich bin gerade abgelenkt. Also, Geisterbox hätten wir jetzt zwei haben. Haben wir zwei Videokamera, komm, nehmen wir auch noch eine. Heute habe ich präsentiert. Brauchen wir noch etwas Spezielles? Ja, etwas zu essen wäre noch gut. Wer hat eigentlich da die komische Dose am Boden geworfen? Das bin ich. Schäm dich, Martin. Müll gehört in die Tonne. Ja, man muss dann noch ein bisschen aufräumen, weißt du? Also ab, in die Tonne, los! Oh, ein Ball! Ein Ball! Hab aufgenommen! So! Kann man den werfen? Mit G. Ich seh schon. Sehst du, dass ich der erste bin, der stirbt? Ah, shit. Sind wir bereit? Ja. Können wir loslegen? Jawohl, wir sind bereit zum Sterben. Ja genau, Littering, genau. Das Wort habe ich gesucht vor. Genau das macht er, Martin. Nee, das bin nicht ich.
Ich habe meine Spraydose schön da rein da. Ja. Jetzt du hast deine Spraydose... Nein. Nein, ich frage nicht. Wo rein tun? Nein, ich... Wo hast du deine Spraydose rein tun? Ja, genau. Ich will es nicht aussprechen und sie macht es. Oh. Tipptopp, hast du das dort rein tun. Ich finde das super von dir. Apropos, hey, was macht ihr da rein mir? Würdet ihr bitte bereit? Du musst etwas auswählen. Du musst etwas auswählen, damit wir können bereit drücken. Nein. Oh nein. Ja, perfekt. Jetzt haben alle Spraydosen rausgeholt. Sehr gut. Martin, wer hast du da angestellt am Boot? Also wirklich? Das hat niemand gesehen. Gut. Kruzifix, eine, ja, gut. Hallo, Robi. Ihr könnt bereit drücken. Ja, wir haben nur gewartet, bis der Bärchenführer mal etwas gemacht hat. Ich bin schon lange. Genau. Jawohl, bereit. Ich bin schon lange. Let's go! Ach, ich bin alleine, sehr schön, da kann ich machen, was ich will. Na, ah, das ist jetzt gut. Bis nicht. Ich schwör. Ja! Alles klar, ich geh raus. What the hell? Wo ist der Kruzifix, wie das heißt? Okay, hinten sind. Ich habe das Screen mit mir selber geredet, weil ich immer zurückgelöst habe. Oh. Sieht so aus, ja. Oh. Ich finde es aber nett, dass man mir nur 50% Wahrscheinlichkeit anrechnet, dass ich der Erste bin, der stirbt. Ich finde das mega schön, für 75% für den Martin. Also, haben wir Kerzen? Nein, die Sachen haben wir glaube ich noch nicht. Wo ist du V-Lampe? Ich würde gerne wieder gewisse Flecken. Ich kaufe in dem Fall das nächste Mal. Steven, schau da, an der Wand hat es etwas Schönes für dich, da links. Ja, ja. Kann ich jetzt automatisch an, oder? Ja, hier ist es an. Ich nehme den Fotoapparat und den Geisterbox. PC-Bildschirm, im PC-Bildschirm kann man anschauen. Der Geist heisst Christopher Martinez. Martinez. Ja, perfekt. Christopher Martinez. Christopher Columbus. Christopher Martinez, gut, dann weiss ich, was ich zu tun habe. Blöd, die ganze Zeit blöden Namen rufen. 5 Minuten Zeit haben wir, also wir müssen jetzt den Raum suchen, finden, wo er sein könnte. Nur 5 Minuten? Ja, also, ich habe gar nicht geschaut, wo das Schaltkasten ist. Also, ich begrüße auf jeden Fall alle Zuschauer jetzt beim Livestream. Willkommen, wir sind unterwegs. Ja, da haben wir gemerkt. Oh, der Schlüssel misst. Kannst du noch den Schlüssel? Hast du den Schlüssel mit, ne? Ja. Weil sie ihn jetzt gerade genommen hat. Der Schlüssel. Jetzt geht er nachher gerade die Tür zu und. Bist du hier? Also laufen die alle Räume rein. Ja. Bist du Martinez? Ah, Handabdrück! Oh, hast du schon gefunden? Ja, oh. Ich bin schneller, ja. Hat ein paar Kamera dabei, um ein Foto zu machen? Das gibt Geld. Ja, sicher natürlich. Wer hat die Kamera mitgenommen? Warte, hast du überhaupt wirklich drauf? Nein. Wo ist er? Jetzt kommt vor dir, auf der Tür. Da wo ich alle. Ein bisschen mehr links. Ein bisschen mehr links. Noch ein bisschen mehr links. Links! Nein! Ufe! Ja, ich. Links!
Okay, ich hoffe, ich hasse drauf. Siehst du die halt nicht richtig, weißt du? Ich bin mir genau komplett drin. Bist du hier? Christopher Martinez. Heißt, er könnte vielleicht den Wäschkuchen hocken. Bist du. Was für. Bist du hier? Also, der Schaltkast ist eingeschaltet. Gut, wir spielen den nicht, Profi. Bist du hier? Ich bin immer Gott damit, die scheiß Lampe da ist wurde verschrocken. Aber wir sind da im Dings. Ja, ich glaube etwas. Aber wir sind da im Schlafzimmer, glaubst du? Ah nein, ich bin Peter. Zwei Peters. Ah nein, Moment, Peter war noch. Gib uns ein Zeichen. Bist du wütend? Ich habe Schränke gefunden. Mach sie beide auf, gut. Haben sie schon aufgemacht. Damit wir uns verstecken. Genau, im Keller jetzt sind auch nochmal zwei, so just for your information. Der Knochen am Boden. Mach Foto. Wow. Bist du hier? Christopher Martinez. Gib uns ein Zeichen. How old are you? Gib uns ein Zeichen. Ich bin mit Martin unten im Keller. Weiss, ich bin hinter dir. Oh, der Axe da, das ist bestimmt ein böser Mörder. Bist du wütend? Christoph Martinez. Was sollen wir tun? Ach Gott, Zeichen. Wieso tue ich mir das an? Der Martin sieht sehr fokussiert aus. Oh, Martin, Facecam. Oi! Sind ihr oben? Mit dem Keller. Oh, ich bin oben. Christopher Martinez. Wie alt bist du? Bist du hier? Wo bist du? Wie geht es? Christopher Martinez mit How old are you? Wow, Hilfe, Robin. Wie alt bist du? Gib uns ein Zeichen. Meine, der wird der hässig, wenn ich ein bisschen Musik laufen lasse. Probier mal. Bist du hier? Oder versuch mal zu singen. Vielleicht kriegt er auch. Christopher Martinez. Christopher Martinez. Bist du hier? Nichts erkannt. Nicht so schüch. MacBook. Ein Mac. Ja, rühr den Kübel. Ja. Rühr den Kübel. Ja, warte. Ich probiere ihn rauszunehmen. Ja, probier mal. Was probiert ihr rauszunehmen? Hallo, was läuft? Wer hat denn jetzt? Ich habe ihn nicht! Ich kann ihn wirklich eh drucken! Wer hat denn geklaut? Ich habe ihn! Gehört jetzt mir und nehme ihn mit! ich muss aus dem Gebäude raus, ich muss nicht direkt von dort sorgen. Gut sorgen! Sehr schön! Leute, müssen Kamera irgendwann mal eine Videokamera platzieren, aber kann sein, dass wir immer noch nicht herausgefunden haben, wo der sich ist. Ja, wir haben da rum. Hey, Steven! Steven! Ja, was ist denn? I see you. Ich habe das MacBook jetzt hier gelagert, schau. Da im Regal rein, gehört zu uns, da können wir verkaufen oder so. Weißt du, die Apple-Benutzer sind alle so. Die kaufen das eh, auch wenn es benutzt ist. Oh shit, wieso habe ich es gefüttert? Können nicht beantworten. Ich kann es nicht auflesen. Oh, die Aktivität ist im Fall gerade kurz oben gewesen. Etwa 30 Sekunden. Nein, ist oben gewesen. Die Aktivität ist weiter oben gewesen, die ist auf 4 oben gewesen.
du schießt dich die ganze Zeit auf Null. Der Martin ist am Zeitung gelesen. Sie ist auf, sie ist auf. Los, los, du mit dem Stirnband, rein, los! Oh! Wo sind ihr? Nein, ich habe Angst. Aktivität ist auf 6. Wird aber Martinez. Martinez heißt er. Christopher Martinez. Komm, gehen wir rein. Wow, aber krass, wir sind schon bei 60% und 70%. Ja, vermutlich ist er... Christopher Martinez, wie von deinem Zeichen? Vermutlich war er ganz bei uns in der Nähe und wir haben es nicht gemerkt. Was habe ich da alles? Ja. Wir müssen ihn fotografieren. Weißt du, dass ich das schnell weg... Nimm die Kamera. This ghost also seems to respond to everyone. Also komm. Also, zeigt er sich allen nicht. Die Aktivität ist ganz oben, so weit ist auf C oben. Ja, los, 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 los! I'm not so fast, I'm an old grumpy man! Martinez, Christopher Martinez, Christopher Martinez. Okay, ich weiß, warum die Aktivität hier oben ist. Wieso? Was ist los? Würde ich bitte den Team aufhören, den Geist zu rufen? Danke. Christopher Martinez. Christopher Martinez. Bleib drinnen! Also, go! Alle rein! Mit auch rein! Los! Ah, ja, okay, komm auch rein. Das war Martinez, das war Martinez, das war Martinez. Ja, aber haben wir noch nicht herausgefunden, in welchem Raum das er ist? Nein, irgendwie nicht. Also, ich bin mit dem Temperaturmessgerät unterwegs, aber irgendwie... Christopher Martinez! Christopher Martinez! Geist, gib uns ein Zeichen! Christopher Martinez! Jetzt habe ich gemeint, da wäre irgendwas, aber... How old are you? Wo war der Handabdruck? Give us a sign. Ja, eigentlich könnte es schon dort sein, wo der Handabdruck war. Das ist ein Röschkuchen. Hoho! Ho. Christopher Martinez, hast du deinen Führerschein in der Lotterie gewonnen? Was ist deine Lieblingsfarbe? Erzähl mal ein bisschen von dir. So, jetzt bin ich genug weiter weg, jetzt hört es mich nicht. Wenn das Licht nicht mehr angeht, der Geist kann es abschalten. Nein, shit! Ich habe gehofft, der Geist ist es. Ah, gut. Rufen dann noch ein paar Mal, alle zusammen. Es hat eine ganz kleine Aktivität. Los, 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 nervt ihn. Sehr gut, funktioniert, aber es ist noch nicht mal in der Hälfte und es ist wieder runtergegangen. Also die gesamte Aktivität zeigt gerade den Mittelfinger. Jetzt nicht mehr. Also die Aktivität ist ganz dunde. Dann so richtig, richtig in Rufen. Na toll, jetzt geht es wirklich runter. Das war die Lüge für nichts. Die Aktivität ist jetzt wirklich fast unten. Oh, das habe ich mich verraten. Okay. Viel Spaß. Ah, fuck! Wieso schaut er die ganze Zeit nach oben? Ah, er zieht die Tür zu. Bleibt er noch?
Ja, es sind alle noch am Leben. Ja, lebt noch. Ist gut, die Aktivität ist auf null. Also, komm, gehen wir rein. Komm. Hört ihr mich? Ja, wir hören dich. Da ist eine abpisst. Darf ich rein? Ja, haben wir denn so schnell Nebis? Oh, oh, Scheiße! Natürlich, ich komme rein und dann kommt das! Natürlich der, der alles gekauft hat. Ey, in der Tür hängen geblieben! Oh, ist die fies! Bitte von der Fotokamera, können wir Fotos von ihm machen? Nein! Wehe, du machst Teabagging! Nein, hallo! Ah, er hat die Fotokamera! Was? No Teabagging! Christopher Martinez, Christopher Martinez! Also, ich sag das übrigens nur, weil sie das schon mal gemacht hat bei meiner Leiche. Also ich kann ja... Ja, haben wir jetzt überhaupt schon irgendetwas über den... Geil. Ohohoho! Ja, kann ich das hier mal einsteigen? Jungs, dreht euch mal um! Christopher Martinez! Oh nein, nein, scheiße! Oder? Wir haben doch Gefriertemperaturen gehabt. Er jagt! Shit. Ich hab's noch wieder verpassen. Wer ist am Sterben? Da ist er! Links! Also rechts von deiner Hallo. Seite. Scheiße! Oh Mann, der andere hat mich in den Schrank ein paar Mal aufgetan. Ich kann es immer wieder zugezogen. Hast du gut gemacht, bist stolz auf dich. Nein, nur 6 Grad, also wir haben nur den Rumpfhund, aber Gefühltemperatur ist es nicht. Geisterbox? Ich nicht. Schau. Beide draussen. Geh mal rein! Der Martin ist... Martin, viel Spaß, er jagt! Oh Scheiße, ich verpasse es. Wieder am Boden schaut. Ey, denkt das Glück, das der hat, man. Aber die anderen zwei sind Schiss, also kommen wir mal rein. Reinkommen! Der Martin hat es überlebt. Sind ihr im Wagen? Hast du jetzt den EMF wieder mitgenommen? Ich bin noch mal vorbeikommen und hat selber geboten.
kann man da einschreiben, dass Stella wirft? Nein, nein, das ist nur Geistaktivität, die er gezeigt hat. Wahrscheinlich ist es einfach der Robi, der das gemacht hat, weil wir nicht wundern. Ah ja, da, aha, ja, da kann er auch, ja, natürlich. Ah ja, schau da, er ist gerade da, er ist am Teller rühren. Wirklich? Also kommen wir, wir müssen noch schnell EMF wieder schauen. Ja, und ich mache noch Geisterbox. Ja, er soll einfach mal alle zusammen sterben. Martin, nimm noch die Pille, geh zurück und nimm die Pille. Genau, Martin, du bist nur alt. Du 2% live oder so. Oh, sorry, er fängt schon an Hunten. Fuck! schau mal an, wer tot ist. Aha. Ey, mach das Foto von ihr! Da! Mach das Foto von ihr! Gleichberechtigung! Ey, willst du den Teller haben? Ja! Ich will auch den Teller haben! Wo hat's Teller? Oh, ich nehm den Wasserkocher da. Wo sind sie jetzt beide draussen? Wenn wir mal, das Problem ist jetzt, die ganze Ausrüstung liegt drin. Aber wir haben ein iBook haben wir geklaut, sondern ein iMac, iPad Scheiße haben wir. Also theoretisch gesehen machen wir da mit 1000 Stutz. Entweder hauen wir jetzt ab mit diesen 1000 Stutz, oder wir können noch mal herausfinden, was das Problem, was er wirklich ist. Das müssen wir mal einfach raten. Reingehen! Du, weißt du was? Komm, wir hauen ab. Nein, rein! Das ist eine gute Idee. Rein, also, hast du Fingerprints ausgewählt? Ich schau da, Beweis gefunden, Fingerabdrücke habe ich ausgewählt, ja. Was haben wir denn? Spirit könnten wir, einen Wraith oder einen Poltergeist, einen Banshee, einen Revenant. Was haben wir eigentlich? Fingerabdrücke? Was würdest du gerne von denen? Ja, nur Fingerabdrücke bis jetzt. EMF5 haben wir nicht getestet. Keine Frühtemperatur. Also ich würde sicher mal auf EMF5 gehen. Ich bin mir auch nicht sicher. Was denkst du? Machen wir mal Poltergeist? Machen wir Poltergeist, hey ja. Poltergeist. Ja, dann hauen wir ab. Ich will auch. Pech für die anderen. Ja. Kollateralschaden. Kollateralschaden. Oh genau. Gott, jetzt kann man alles wieder neu kaufen. Was? Ah, fuck! Scheiße! Es ist oh nein! Aber warum habe ich so viel Geld bekommen? Ah, ihr habt das Foto von mir gemacht! So gut! Ich habe das Geld wieder bekommen, sehr gut! Das ist wieder typisch, sicher das Steven war! Gemacht. Hä? Ja, von meiner Leiche! Okay. Ich finde das gut. 30 Stutz bekommen und habe nichts verloren. Hey, ich bin Level 2, juhu! Ui! Moment. Nur noch eine kleine Taschenlampe. Ja, ich habe jetzt mal eine Stache gekauft. Ich kann auch zwei Stache kaufen. Ich kaufe zwei, dann musst du nur einen nehmen. Oder dann kannst du nur einen nehmen. Gekauft. Jetzt habe ich schon gekauft. Kauf Kerze oder so. Ach so ist das. Braucht ihr noch etwas, was wichtig wäre für euch? Aha, haben wir zwei. Nein. Also, Fotoapparat haben wir. Ich bin das MacBook hat kein Geld gegeben. Nein, leider nicht. Da musst du erst den Schwarzmarkt verkaufen. Das wundert dich, dass das, ist auch nicht das der Schrott. Also, irgendeiner wird das schon kaufen. Apple steht auf der langen schon. Revenant, wo ein komischer Geist hat. Geisterbox, wo ist die da? Also, Kerzen, Feuerzeug, Fotoapparat, Videokamera. Ich nehme noch Videokamera. EMF-Reader braucht man vielleicht zur Sicherheit doch auch. Zwei haben wir. Wir haben zwei mehr als zwei, kannst du nicht. Na easy. Ja, das langt. Okay. Braucht man noch etwas an einem Bewegungssensor? Ja, klar, dann können wir Nebenmissionen machen. Ist auch immer dann gut. Wir müssen schauen, dass die anderen zwei sterben.
Und nicht wir zwei, die immer alles kaufen. Ja, ja. Ja, das ist ja so. Das ist, das, auch, das ist nicht so gut gelaufen. Ich bin reingelaufen und dann war er gerade am Jagen und ist, glaube ich, gerade hinter mir auftaucht. Ich bin hinter dir. Ich habe ihn gerade direkt gehört. Du bist, also, außer ich habe es verpasst, du bist aus meiner Sicht bist du ins Zimmer reingerannt. Ich bin dahinter ein neues Zimmer gerannt. Nicht falsch denken. und plötzlich bist du weg. ich meine, der Zuschauer. Ja. Plötzlich bist du weg, ich habe dich nicht mehr gesehen. Dann habe ich gedacht, du bist im. Warte, das macht es nicht besser. Auf jeden Fall habe ich dich gesucht und gefunden. Und dann hat er mich gehabt. Nein, ich bin wirklich gerade gestorben. Ich bin ins Bad gefolgt. Ich habe gerade den Atem gespürt in meinem Nacken. Außer das ist das, aber... Das bin ich, der brüllt hat vor Angst. Bewegungssensor ist eben wohl L6. Ja, ja, gehen wir mal rein. Probieren wir, was... Oh, shit. Fotoapparat. Also EMF-Reader haben wir, Geisterbox haben wir, Thermometer haben wir. Das sollte doch lange vorerst, um wenigstens mal den Raum zu finden, wo das die Ratte sich versteckt. Wie viele Thermometer haben wir? Einen? Yep. Das ist ein kleines Haus, ja, das ist okay. Herr Wipf. Jawohl. Bereit. So. Jetzt können wir, während wir auf die anderen warten. Jawohl. Guten Tag. Wobei der Steven ist noch nicht da, ich habe etwas Besseres. Das Zeug ist da! Oh Gott, was treiben die wieder für Blödsinn da, ey? Scheiße, er hat uns verwischt. Oh nein. Okay. Ich habe Geisterbox. Wer nimmt eine Tempora? Ich nehme den Tempo. Man kann ja Tempo. Drei Sachen mitnehmen. Was soll ich noch nebst dem Fingerprint Laser? EMF. EMF. Sicher EMF, das ist wichtig. Hey, da liegen zwei, da, nein, schau da. Oh fuck, ich habe das falsche mitgenommen. Ja, ich habe das falsche mitgenommen. Ja, ich habe das falsche mitgenommen. Ah, die sehen so aus. Gar nicht gewusst, okay. Und dann noch einschalten. Und ich nehme sonst noch ein Buch mit. Oder hat jemand schon ein Buch dabei? Irgendjemand hat es gesagt. Wer hat es mitgenommen? Ah, okay. Ich habe Also, jetzt müssen wir das Wichtigste anschauen, natürlich. Der Geist heisst Donna Jackson. Donna Jackson. Donna, oh! Oh, lala! Und er kommt nur zu Personen, die alleine sind. Ich hätte lieber nicht, die alleine sind. Ich würde nicht er sagen, weil dann kann sein, dass sie dich. Ich habe jetzt nur die Taschenlampe. Ah, ja, hast du schon. Haben wir schon eine Geisterbox dabei? Ich habe sie. Gut, dann sicher mal eine Kamera kannst mitnehmen. So eine, genau so eine Videokamera, so eine. Ja. Wo ist der Schlüssel? Genau. Und dann kannst du sonst auch noch einen EMF-Reader mitnehmen, weil mit dem könnten wir herausfinden, wo noch ist. Oh mein Gott, ja, das ist der Vordere, ja. Das kannst du gar nicht. Oh nein, so ein Space. Donna Jackson! Donna Jackson! Relativ groß der Haus. Donna Jackson, Sie sind umstellt! Schön alle rein. Sehr gut machen Sie das. Gib uns ein Zeichen! Gott damit, versteck mich nicht! Donna Jackson, bist du hier? Donna Jackson. Knochen, ich habe einen Knochen, hat jemand die Fotokamera dabei? Natürlich. Sehr gut. Ah, muss ich mich extra noch ducken, um das Zeichen aufzulesen? Ja, bück dich. Leute, ich gehe in einen anderen Raum. Ich habe Angst vor ihr. Da, EMF-Reader schlägt da aus, oder? Also meine ist ja, nicht, der ist grün. Ja, drei, aber er schlägt da aus. Bist du hier?
Hey, Donald Michael Jackson. Jackson! Bist du wütend? Donald Jackson! Ah, er ist da! Oh. Sehr gut, sehr gut. Was? Ist es da okay. in dem Raum gewesen, oder ist es da in dem Gang gewesen? Da, im Raum. Ist es da oh. gewesen? Bist du wütend? Okay, dann haben wir es schon. Jetzt hat er nicht gesagt. Die Kamera bist du hier? Ja, du kannst die Kamera sonst mal auf den Tisch irgendwie stellen, dass bist du da hier? In die Küche schaut. Er ist ja. nicht. Ja. Also ihr könnt es sonst schon mal eintragen, gell? Box. Ich kann schon mal die Kamera holen, Videokamera. Wir haben die Videokamera da. Dann hole ich sonst irgendetwas. Also, da verstehe mich nicht falsch, aber die Gästebox ist unnötig, weil wir haben die herausgefunden, wo er ist. Weg. Holen trotzdem nochmal eine. Was haben wir da noch? Können wir ihn mit der Kerze verjagen? Kruz... Toll. Kruzfix. Kruzifix und Räucherstäbli. Wir haben übrigens noch fast 3 Minuten, also... Könnt ihr ein bisschen Scheissdreck machen. Im Übrigen, das war doch eine männliche Stimme vor, wo man über Geisterbox geredet hat. Also, ich traue dieser Sache da nicht. Salz, fuck! Ah doch, da Räucherstäbli. Tschüss. Was ist jetzt? Scheiße. Was hast du? Du Feigling, du. Nein, ich bin ins Zeug geholt. Räucherstäbli, komm, gehen wir rein. Ich habe zu Martin gesagt, er muss alleine drin bleiben, dass er dann kommt, weißt du? Bella Jackson, wir kommen! Ach so, ja, das macht eigentlich Sinn, dass er dort alleine bleibt. Melde dich, Bella Jackson. Ah fuck, ich brauche Dings, Feuerzeug, hä? Ja. Hey, ja, wie wollen wir sonst etwas anmachen? Oh mein Gott. Gib uns ein Zeichen. Haben wir eigentlich Feuerzeug? Oh, schlaut aus, hä? Ja, da, witzig. Die Aktivität ist auf Stufe 6, 3. Ah, ist aber gegangen. Kommen rein. Also machen Sie bitte nicht gerade jetzt hässig. Wie mache ich Räucherstäbli an? Du musst den Räucherstäbli führen, ne? Wenn er einen Trick drin hat, sollen wir das Buch jetzt schon in den Kack hinein tun? Donald Jackson. Warte. Nein, nein, ja, nicht drüber! Er hat ins Buch hineingeschrieben. Für Temperaturen. Ja. Ist sicher Gefriertemperaturen? Ja. Nein, keine Gefriertemperaturen. Keine Gefriertemperatur, ja, es war das Räucherstäbli. Ja, aber das war Atem, was rauskommst aus dem Atem. Schaut nochmal das Räucherstäbli an, ist es am Rauchen, sollte, oder? Räucherstäbli raucht. Wie gesagt, er hat ins Buch hineingeschrieben, muss man das auch noch im Journal hinterlegen? Ja, im Journal hinterlegen, genau. Leute, Räucherstäbli haben wir geschafft. Okay, Salz haben wir keinen gekauft, gell? Dummerweise nicht. Das haben wir noch nicht gepostet. Okay. Was haben wir? Geisterbox haben wir. Wir haben... Geisterbuch. Wir haben Geisterbox und Geisterbuch. Okay, mal schauen, ob ich... Das heißt noch EMF5, Fingerabdrücke und Gefriertemperatur. Aber Gefriertemperatur ist es sicher nicht. Ich schaue mal, ob ich einen Geisterorb gesehen habe. Du mit der Kamera wieder rein. Hopp. Geisterorb kann es nicht sein. Ich bin immer der stirbt. Es hat sich etwas bewegt in der Küche.
Aber eben, Robby, Geister Orbs kann es nicht sein. Oder es ist nur noch möglich, Martin, EMF. Wo bist du? Ich bin auch im Haus drin. Komm in die Küche. Oma, hat jemand von euch UV-Lampe dabei? Ich habe UV-Lampe dabei, ja. Wir müssen schauen nach Fingerabdrücken, ob es Fingerabdrücke gibt. Schauen wir mal, was Spirit ist eine der gewöhnlichsten Geisterarten, jedoch ist er sehr stark und gefährlich. Okay. Er wird für gewöhnlich in einem Gebiet gefunden, in dem der Tod einer Person unaufgeklärt blieb. Okay. Oh, jetzt. Ah, nein. Donna Jackson! Steven, sanfte Drehungen machen, sanfte Bewegungen. Da wird man ja seekrank. Echt jetzt? Der Scheissgeist wartet doch nur darauf, dass ich reingehe. Aha. Donna Jackson, los! Schnapp sie dir! Drei Happy Happys sind für dich dort drin. Viel Glück! Hat das gesehen wie ein Hund? Haben Sie das gesehen gehabt? Da auf der linken Seite. Alles gut. Hat sich wieder beruhigt, ist auf Null. Haben Sie Fingerabdrücke gefunden? Im Übrigen habe ich einen Hund gesehen rumlaufen. Könnt Geister wie Tiere aussehen? Nein, ich glaube, du hast Spiegelung auf dem Bildschirm gesehen. Oh, schade. Oder ich habe die Krasse gesehen, wo... Wo halb ineinander in den Brie gelaufen ist und das hat dann vielleicht so ausgesehen. Egal. Das Problem ist, ich will hure gerne reingehen, aber es wäre so lustig, wenn ich könnte aufnehmen, wie der Steven flüchtet und dann umgebracht wird. Ich hoffe, er verfolgt jetzt gerade die Sendung nicht und sieht, was ich gerade gesagt habe. Gut so, lauf! Flüchte! Scheiße! Der Geist hat Krassi verwünscht. Ist gut, alles safe. Ja.
Oder vielleicht auch nicht. Oh Scheiße. So sehe ich den Geist nirgends. Tür ist... Oh, oh, oh! Die Tür geht auf und zu. Sicher der Geist. Der gehört da Musik? Nicht von mir. Die Aktivität ist jetzt auf 3. Ja, Fingerabdrücke haben wir keine gefunden, nirgends. Habt ihr überhaupt geschaut? Ja, wir haben geschaut, wir haben leider keine Fingerabdrücke. Okay, fuck. Ich schaue nochmal im Buch rein. Scheiße, was könnte es sein? Matt, wir haben vorhin hier einen Schatten von einer Frau gesehen. Bringt uns das etwas? Wenn nicht ein Date mit ihr, willst du nicht, nein. Also, wie Lust hätte ich mit einem Geist ein Date zu haben? Ja, wenn sie gut aussieht. Ja, was machen wir jetzt denn? Müssen wir zu Hause gehen? Ich glaube, wir haben keinen Fingerabdruck gefunden. Mit dem EMF-Gerät. Habt ihr mit dem geschaut? Der hat er nicht einmal ausgeschlagen gehabt. Was der Geist wohl denken wird, wenn er versucht reinzukommen und es nicht schafft. Ist gut. Ja, wenn ihr wollt, könnt ihr rauskommen, weil es sind eh... Der Martin ist bei 0. Sanity. Der krepiert jetzt einen. Komm raus, Martin. Das finde ich nicht lustig. Das finde ich wirklich nicht lustig. Ah, warte, wo ist das Bier? Gib's mir nochmal. Nein, nein, gib's mir. Da, wo ist es? Nein, jetzt hat es wieder weggenommen. Wo ist es? Bier. Also ich habe einen Geist, der, sie ist da bei mir. Rührt mit Bierflaschen auf mich. Fuck, auch noch 7%. Das Problem ist... Wieso ist bei Martin... Martin, hast du jetzt gerade Pille genommen? Ja. Okay. Nächstes Mal, wenn... Nur wenn wir wissen, dass wir wieder ins Haus reingehen. Weil sonst verbrauchst du Pille. Die Sache ist die, entweder es ist das EMF-Gerät. Oder es sind Fingerabdrücke. Aber Fingerabdrücke haben wir keine gesehen. Das heisst, wir müssen fast raten. Das EMF hat ja schon mal ausgeschlagen. Aber ist ja nicht bis zum 5. Ist nur bis zum 4 gegangen, ja. Bei 4 hat es noch blinkt. Direkt vor unserer Tür rumgelaufen ist. Ja, was wollen wir machen? Ich bin 5 auswählen oder Fingerabdrück. Was hat das so tut? Ich habe keine gefunden, das ist eben das Problem. Man hätte ja im Raum hineingesuchen. Ich habe überall den Raum durchgesucht. Ich habe keine gefunden. Ja, sonst nehmen wir eben Dingsbums. EM Level 5, EMF. Wir müssen es probieren, ja? Was haben wir denn für Auswahl für Geister? Ohne! Könnte es nur ohne sein? Theoretisch. Ja, wollen wir es mal tryen mit ohne? Könnte fast, ja? Also, dann haben wir also das Geisterbuch und EMF Ebene 5. Ah, der ohne kann. Spiritbox. Der ohne kann Objekt rühren. Aber weißt du, das ist aber problematisch. Ich habe nicht gemerkt, dass er etwas gerührt hat. Mal, ich habe in der Küche ja nicht gesehen. In der Küche, also ich habe gemeint, ich habe in der Küche gesehen, etwas fliegen.
Okay, dann tun wir trotzdem. Ja, wenn du das gemeint hast, wieso nicht, ja? Das Problem hast ist, alle drei ausgewählt, Martin. Das Problem ist, da steht. Was denn? Geisterbuch, EMF und was? Jungs, da steht Ziel 3. Räucherstäbchen. Reinigen Sie den Bereich in der Nähe des Geistes mit Räucherstäbchen. Das habe ich ja gemacht und das ist erzählt worden. Und wenn ich. Falsche Seite. Wenn ich Fingerabdrücke auswähle, dann kommt Spirit. Und bei Spirit. Wo bist du? Bei Spirit steht Schwächen, kann vorübergehend gestoppt werden, indem man den Geisterraum ausräuchert. Ja, weißt ja, was? Dann nehmen wir Spirit. Ich nehme doch Fingerprints, dann haben wir es einfach nicht gefunden. Ja, ja, ich nehme Spirit. Sag ihr, wenn ihr es ausgewählt habt, dann fahren wir los. Martin hat noch nicht alle, ja. Also anstelle von EMF Level 5 musst du Fingerprints nehmen, Martin. Jawohl. Jetzt weiss ich aber nicht hundertprozentig, also Geisterbox sollte es noch haben, so haben wir noch gesagt, und Ghostwriting, also ja, also Buch schreiben. Ich weiß nicht, wie das beim Deutschen denn richtig heisst bei euch. Also auf Englisch. Ja, also ich habe jetzt einfach alle drei Mal ausgewählt, wo du das gesagt hast. Es muss einfach nach der Ghost-Typ, Type Spirit sein. Alles ausgewählt? Ja, warte noch schnell. Also so schnell, Beweis 1, das muss wahrscheinlich 1 nach dem anderen ziehen, also das Geisterbuch. Ist egal, welche Reihenfolge. Musst auch als Ghost-Type musst du den Spirit haben. Das heißt, also ich kann Geisterbuch und Fingerabdrück und dann kann ich den Spirit auswählen. Ja, also, ja, du schnellst. Vielleicht wird schon vielleicht alle drei machen, ja. Ich weiß nicht, was das dritte ist. Da musst du der Robby sagen, er hat es auf Deutsch. Also, look Martin. Geisterbox, Geisterbuch, okay. Fingerabdrücke. Geisterbox, Geisterbuch, genau. Fingerabdrücke. Und dann unten dran kannst du nur genau. Spirit wählen. Genau, das habe ich jetzt. Perfekt, Spirit dann auswählen. Genau. Oh. Wie vorher hat es sich nicht akzeptiert, da ist ein Spirit nicht akzeptiert. Aber jetzt aha. Jawohl. Auf jeden Fall läuft es schön flüssig. Ist ein Demon, ein Demon. Was? Was? Was ist ein Demon? Demon. Ach was? Was wäre ein Demon? Ach Mann. Gefriertemperaturen. Aber es hätte keine Gefriertemperatur gehabt. Eigentlich Krei kann. Wie das hätte ich ja gemerkt, wenn wir geatmet hätte. Und bei mir ist immer alles normal gewesen. Ja, voll. Und ich bin ja auch mit dem Ding gewesen. Mit dem Temperatur. Also ich würde im Fall noch gesagt, ich habe einmal schon gesehen, wo der Martin Räuchli aus dem Maul rausgelassen hat. Habe ich euch auch gesagt. Aber da ist doch wegen dem Ding gewesen, wegen dem Räucherstäbli, oder nicht? Ja, das macht ja keinen Sinn. Wie wird das Räucherstäbli Martin aus dem Kopf rauskommen? Ja, aber lustig, ich habe das bei mir gar nicht gesehen. Ja, aber ja, es war mega kurz. Es war etwa nur 2 oder 3 Sekunden lang, gewesen, nicht mehr. Aber ja. Vielleicht hätte das sogar schon gereicht, wer weiß. Hm. Ja, Janu. Starke Tasche. Ich bin voll im Geist reingelaufen. Oh, ich habe es verpasst. Das haben wir mitbekommen. Ja. Könntet ihr netterweise von da vorne verschwinden? Weil ich kann nichts anwählen. Danke. Nein, ich kann nicht, sonst geht's noch. Ich nehme jetzt noch Salz mit. Gut, Nein, haben wir schon 2, ja, egal. Dingsfeld, Räucherstäbli. Und, Feuerzeug? Hä? Feuerzeug habe ich. Aber Feuerzeug haben wir ja schon gehabt. Aha, ja gut, dann habe ich es einfach. Also, nein, es ist schon auf 0 gewesen, das war schon richtig gewesen, aber ich bin ja nicht gestorben. Oder? Nein, aber ich glaube, ich habe easy nicht durchfahren. Zwei Kerzen aufbauen.
Also die Gefriertemperatur könnte erst spät auftauchen und punktuell. Eben, das war vielleicht genau dort, was ich gemeint habe. Wo es kurz für ein paar Sekunden plötzlich Gefriertemperatur hatte, ja. Asylum? Ja, eh. Ja, ja, ey. Oh Mann, aber dann brauchen wir vielleicht ein bisschen mehr Video. Ja. Wie viel haben wir? Wie viel Videokamera haben wir? Ich glaube zwei, oder? Zwei. Okay, ja, dann langt, aber vielleicht noch ein Stativ. Warte, ich nehme nochmal eine Videokamera, dass wir können schön alles sehen. Ah, ich kann nicht mehr kaufen, weil ich kein Geld mehr habe. Was? Gut. Ich bin zu oft gestorben. Wie lange ich eigentlich noch? Holy shit! Okay. Also holy shit nicht viel. Und diesmal wirklich. Also hast du 102 Stutz. Kann auch noch irgendetwas kaufen. Nein, ist gut. Aber zwei Thermometer wären vielleicht nicht schlecht, weil wir müssen die sicher aufteilen. Weil es ist eine grosse Map. Ja, machen wir zwei. Soll ich noch einen kaufen? Ja. Gern. Ich kann keinen kaufen. Ich nehme noch eins Kruzifix. Weiche von mir. Jetzt sterbe ich sicher als erstes und dann habe ich gerade alles für nichts gekauft. Ja, jetzt habe ich jetzt laufen. So, und jetzt warten wir nur noch auf den Martin. Wieder! Martin! Geht doch in den Schrank, ich traue euch nicht. Ja, das ist gut, das ist in der Ordnung. Hallo. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh no. Oh mein Gott. Wir werden dann jemals... In 5 Minuten, natürlich! Wie kommen wir eigentlich... Schön! Back. I've prepared some jobs for you. I've gathered a list of other hunters asking for help. Nein! Hey Leute, ihr müsstet aus dem Spiel raus. Ich bin wieder drin, aber ich komme nicht zu euch rein. Ach je. Yeah. Ich habe tatsächlich ein Spiel gefunden, das es schafft, meine CPU so abartig zu penetrieren, dass mir teilweise das Spiel abschmiert. Ich muss schnell den anderen schieben, sie sollen wieder... Neu aufmachen, bitte. Spielen? Nein. Wenigstens ist alles noch da. Oh. Okay. Ich weiss zukünftig, dass ich mit der Maus nicht mehr wild umeinander klicken. Was ist passiert? Ich habe irgendwo in die Gegend umgeklickt wie ein Wilder. Bleiben zu wild. Ja.
Also ich habe alles wieder ausgestattet. Haben wir zum Glück nicht verloren, so wie es aussieht. Nein, wir haben nicht verloren. Könnt ihr wieder bereitdrücken. Brownstone High School. Ah. Wollen wir mal Asylum Cover, ist okay. Geh lieber in eine Highschool anstelle in einem Gefängnis, das ist mal lieber. Ich kann es nicht mehr auswählen, das andere. Ja, ist okay, finde ich gut. Habe ich eh nicht wollen. Passt. So, Madame Krassi. Ja, bitte. Müsste ich nur noch schnell... Ah, bereitdrücken. Ah, sorry. Genau, dann können wir loslegen. Ja, wunderbar! Sehr schön, so. Das sieht schon mal besser aus. Nicht. Oh ja. Hallo. Ah ja, tatsächlich. Ja. Ja. Ich bin gerade den Ball am Umschliessen gewesen, da habe ich es nicht gemerkt. Also, wie wollen wir es jetzt Das Mal ist nicht Asylum, oder? Weißt du es? High School. Sie heißt. Die Lehrerin, die böse, heißt Dorothy White. Okay. Das ist eine böse Lehrerin, ja, das tönt schon. Und sie kommt zu jedem. So. Scheißegal, wie viele wir sind, ja. Aha! Das ist eine böse Lehrerin. Braucht sicher jemand, der EMF mitnimmt? Also, sie haben einige Untersuchungen durchgeführt. Ja. Erreichen sie einen durchschnittlichen Geistesgesundheitswert von unter 25%. Dieser Geist scheint sowohl auf Gruppen als auch auf jemanden, der allein ist, zu antworten. Ich weiß, was für ein Geist das ist. Nymphoman. Geisterbox. Nein, Geisterbox soll fast besser zu dir passen. Geisterbox da oben. Geisterbox. Ich habe auch eine Geisterbox. Okay, in dem Fall. Nein, ich muss. Warte, Steven, nimm etwas anderes. Nimm etwas anderes, weil ich habe Geisterbox. Das ist mir egal, war. Ich bin mit dir. Soll ich denn nehmen? Du bist mit mir auch gerade. Ja. Ich soll aber nicht sterben. Ja. Ich habe noch den Fingerprint. Okay, Dann verweilst du dabei? Und ich brauche immer noch etwas Drittes. Was soll ich als Dritte mitnehmen? Soll ich EMF Reader mitnehmen? Da, der Temperaturmesser. Okay. Ah, da stellen wir das, gell? Dann würde ich sagen, statt das Kruzifix nimmst du mal am Anfang vielleicht noch Geisterbox mit. Weil dann kann man so lokalisieren, wo der Geist ist, da oben rechts. Dorothy White. 18,3 Grad. Wir sind da relativ kalt da drin. Hat Zimmertemperaturen. Ja, also jetzt aufgenommen. Okay, Schlüssel haben wir auch. Let's go! Und der Sicherungskasten, ich weiß aber nicht, wo der Eingang ist. Gut, brauchen wir den, wenn wir einfach spielen. Ah, ist der immer eingeschaltet, wenn wir einfach spielen? Da habe ich irgendwie. Also, ich weiß, wir können schon. Der Sicherungskasten, der ist ein Stock tiefer unten. Also, den muss ich in dem Fall aufteilen, weil ich laufe nach links und wenn ich nach rechts. Ja. Okay, dann laufe ich nach zusammen. Links. Warte, wie siehst du das? Ja, okay. Ist gut. I'm black, yo. Dorothy White! Da, nach links. Ja. Das ist rechts. Ja, ich versuche dich zu mir zu locken, dass du da... Bist du hier? Nein, ich mache nicht. Ich glaube, nur Robby. Dann lassen wir uns nicht sterben. Okay, dann gehen wir rechts. Ich mein, gehen wir rechts durch, ja. Sorry, sag mir nochmal deinen Namen. Bist du hier? Oder Martin, okay. Hör drauf, flirte dort hin. Basketballhalle ist mal viel zu gross, da wird ich nie einen Fingerabdruck finden. Bist du hier? Robi, da bist du. Gib uns ein Zeichen. Gehen wir auch zusammen. Da ist 15 Grad, da ist noch nicht. Hau ab, danke. Hau mal ab, das ist eh blöd. Du kannst Sachen fragen wie, wo bist du, wie alt bist du? Lauf nicht so schnell, bitte. Ich habe Angst alleine. Bist du hier? Zeig dich. Das ist ja nicht. Nächster Rum. 17 Grad. Gib mir die Antwort, jeder du. Das ist ja lieb von dir, als du aufgemacht hast. Dorothy White! Bist du hier? Dorothy White! Ah, okay, ich hab's wieder gesehen, aber dann ist es... Sieht auch nicht so aus, oder? Wenn nicht, dann kannst du noch nicht und wenn er antwortet... Bist du hier? Bist du Temperatur? Ich
Moment. 18,9 Grad, also ziemlich normal, wie gesagt. Würde der Trainer bitte nicht zuschreien? Da hinten ist 13,6, es wird langsam kälter da hinten. Bist du hier? Oder hat es noch Türen? Da rechts hat es noch Türen, schau. Na gut, bist du hier? 20 Grad. Gut, das muss ja nicht sein, dass die Temperatur runtergeht, je nach Geist. Bist du hier? Ups. Das Sicherungskasten ist an. Bist du hier? Sicherungskasten ist an. Ich muss erst da rein, ja. Bist du hier? Wo weißt, bist das ist du? Das Problem? Wie alt bist du? Ich sehe keine Spinze, wo du könntest reinklettern könntest. Also das heisst, wenn der Geist kommt, musst du einfach im Kreis säckeln. Oh, ja, yeah. oder im Gang hat's. Im Gang hat's doch da. Gerade da, schau. Komm. Bist du hier? Oh, bist du in den Raum gegangen? Ah ja, tatsächlich. Warte. 20 Grad, das ist nichts. Viel zu warm. Was ist da ein Hinterausgang? Das ist ein Hinterausgang. Den lassen wir offen, wir machen das ganz ist schnell, gut. Sind rausrennen. Ja. Ja. Also, wir haben hier keine Versteckmöglichkeiten. He? Bist du hier? Dirty White. Tür ist zu. Oh, genau, ich bin zu. Bist du hier? Dirty White. Gut, weißt du, Geisterbox muss ja nicht zwingend ausschlassen. Ja, glaube ich nicht all. Oder reagiert der Fallgeister? Hey, keine Ahnung, ich kenne mich da nicht. Bist du hier? Ich bin nur der, der nicht probiert zum ersten Mal sterben. Ach Gott, wie viel Zimmer hat es da rein? Bist du hier? Dirty White. Dirty? Dirty White. Dirty Sanchez. Ich frage mich echt, wo man sich da verstecken kann, wenn er wirklich mal kommen würde. Jetzt sind wir voll am Arsch. Bist du hier? Dirty White. Wo warst du in den Ferien? Wo warst du? Bitteschön. Dirty White. Bist du hier? Dirty White. Ah, man kann hier im Kreis rennen. Ja, wenn er aber rennen kann, haben wir das Problem. Bist du wir? Schneller als mir. Nein, der Geist ist nie schneller als mir. Er ist nur schneller, wenn du nicht säckelst. Also weißt du, Sprint ist mit Shift. Bist du hier? Oh, da hinten geht es weiter. Bist du hier? Das Schiff ist aber nicht wirklich viel schneller. Mach jetzt die Musik mal. Bist du hier? Gib es ein Sign! Wo geht's da hin? Ich bin da im Gang, oder? Bist du hier? Da rechts? Weißt du, da rechts? Ah, das ist die blöde Turnhalle wieder, die wollen wir nicht. Bist du hier? Da hast du keine Chance, das ist einfach zu gross. Give us a sign. Dirty White. Hey, Dirty. Are you sleepy? Bist du hier? Dirty. God damn it! Dirty. Wie lange haben wir Zeit für die Map überhaupt? Ja, 5 Minuten bis sie uns angreift, aber 5 Minuten sind glaube ich Schlag vorbei. Wir haben jetzt alle Räume durch und sie ist nirgends auffindbar mit dem Geisterbox.
Mit dem Geister, mit den Geistern. Keller sind doch schon gesehen. Hilfe! Keller? Meinst du den Oberstock? Oberstock, das sehen wir noch nicht gesehen. Also wir haben jetzt wirklich einen Oberstock in dem Fall. Bist du hier? Sind ihr auch oben? Nein, wir sind noch nicht oben, wir sind unten. Oh mein Gott. Fangen wir halt auch mit dem grusigen Räumchen hier durchsuchen, ja. Gehen wir rein. Bist du hier? Gib uns ein Zeichen. Dorothy White. Dorothy, Dorothy, Dorothy. Bist du hier? Dorothy White. Das kann die bist du oder? Hier? Wo bist du? Wie alt bist du? Dorothy White. Oh, Dorothy, Dorothy, Dorothy wie alt White. Bist du? Meine Güte. Bist du hier? Dorothy White. Dorothy White. Dorothy White. Oh, Dorothy White. Bist du hier? Dorothy White. So, meine Schüler, wir werden, und Schülerinnen, wir werden jetzt den Martin umbringen. Hör auf mit dem Mann. Bist du hier? Alter! Hör auf mit dem Scheiß! Zeige dich! Hände dich! Jo, bist du hier? Ja, aber das ist. Bist du hier? Ich hab schon gesehen, da hat sie ist die Kotze aufgetaucht. Die hat mich frisch gemacht. Ja, genau. Dorothy, hände dich! Bist du hier? Ich glaube, dass er gar nicht. Bist du hier? Oh shit, ich krieg langsam schwitzige Hände. Gib uns ein Zeichen. Mir gefällt die Schuhe gar nicht. Die ist unübersichtlich. Ich bin auch nicht gerade Fan von dieser scheiß Schuhe. Ja, ich hab gemeint, das Gefängnis ist schlimm, aber Schuhe ist genauso scheiße. Bist du hier? Dorothy White! Dorothy! Dorothy! Dorothy White! Dorothy White! Seid bist du hier? Denn? Weißt du, was scheiße ist? Links, oder wenn du da hinten hockst, wo wir jetzt gerade sind, und der Geist kommt von da vorne. Ich kann schon nach rechts abhauen, eigentlich. Ja, aber laufst du da nicht in die Sackgasse? Ich denke jetzt, so ein paar Türen, wenn wir jetzt erst die Türen da hinten noch prüfen. Hat's geklappt? Oh oh. Das schlägt mir selber auch an. Ich hör's, dass du klickst. Ah, scheiße. Bist du hier? Dorothy White. Dorothy. Dorothy White! Bist du hier? Rechts, Hobby, rechts. Ja, Riechi! Ich hab gesagt, du sollst dich gut Hobby. Haben! Hobby, komm! Da hinten! Da rum da hinten! Mein Spider-Sin schlägt da hinten aus! Dein Spider? Okay. Der Steven dankt, er hätte sie gefunden. Bist du hier? Nein, nicht wirklich. Okay, sein Spider-Sinn funktioniert nicht. Ich komme noch Ohrenschmerz über von dem scheiß Rauschen. Gell, der Rauschen ist echt anstrengend. Wenn man da links durchlaufen. Dorothy White! Der Gang gefällt mir überhaupt nicht. Ja, ich laufe mir in die Sackgasse rein. Ich darf nicht sterben, ich habe alles gekauft. Gib uns ein Zeichen. Dorothy White! Bist du hier? Dorothy! Dorothy White! Bist du hier? Dorothy White! Dorothy White! Dorothy White! Dorothy White! Warum ist der Robby da drin? Wo weggehst du? Vielleicht mal schnell schauen, da noch wegen Fingerabdruck, weißt du ja nicht. Der Witz ist auch immer so prädestiniert, aber hat nichts da drin, sorry. Nein, hält er dich. Holt sie rechts oder links, weißt du lieber? Übrigens, vorher beim Holzhaus, bist du hier?
bei der Holzhütte, wo du und Martin euch hinter der Tür versteckt haben, haben ihr die Tür zugehabt. Da hat der Geist versucht, die Tür aufzumachen, haben das gemerkt. Eben, gell, ich hab's doch gedacht, er hat probiert, ja? Ja, ja, hat zwei, drei Mal probiert aufzumachen. Bist du hier? Dirty bist du hier? Dirty White. Wieso ist die Tür offen? Bist du da schon drin gewesen? Wieso ist die Tür offen? Nein, ich bin nicht drin gewesen. Gehen wir mal schauen, für wen wir schon da sind. Da bist du gewesen, dann. Bist du hier? Da. Ich kann nur... Gefriertemperatur! Gefriertemperatur! Okay! Ich hab den Raum gefunden! Ciao zusammen! Ich hab den Raum gefunden! Oh oh! Wo ist er? Ich weiß nicht! Ich renne einfach! Robi, aber, ich bin weg! Ah, oh, wo ist der weg? Da! Ich glaube, er ist hinter uns! Yep! Links? Ja! Er hat aufgehört. Die Jagd hat aufgegeben. Wir haben den Raum gefunden. Er ist im oberen Stock. Okay, ja, können wir mal rauf? Wir sind auch schon oben. Ich gehe, falls ich rauskomme, Waren holen. Weil jetzt können wir anfangen auszuprobieren, was es ist. Auf Geisterbox hat der Geist. Ich glaube nicht, dass du musst raus. Ja, wir müssen eigentlich nicht raus. Ich muss nicht alles über dir. Ist gut, die Aktivität ist unten. Also wo ist es denn oben? Ich komme gerade, ich muss noch schnell meine Hose wechseln. Hoi Stevie! Ja, also. Ja, wo sind's? Steven, bist du draußen? Ja, ich bin draußen, ja. Ich sehe sie zwei nirgends. Also gemäß der Anzeige hier leben beide noch. Okay, ich tue schnell mal. Ich weiß aber auch nicht, wo sie sind. Gefriertemperaturen. So. Ja, habe ich auch gesehen. Wo sind ihr? Also. Okay, ich habe schnell den Kruzifix geholt. Den Kruzifix geholt, weil den brauchen wir. Und ja, den Rest haben wir. Warte, ich möchte etwas anderes mitnehmen. Wir brauchen jetzt nicht mehr testen wegen Gefriertemperatur. Kamera kannst du sonst noch mitnehmen. Ja, warte, ich tue da weg. Kamera, das ist die da mit der 5 steht, gell? Ja. Alright, also ready bin ich, komm. Ja, ich bin hinter dir, okay. Wir kommen rein. Hey, aber. Das war gerade krass gesehen. Die Temperatur ist gerade auf minus 12 Grad runtergehalten, wo wir da drin am Rumschreien gesehen sind. Wir kommen durch. Aber ich habe die Tür im Fall nicht zugemacht. Sie ist genau hinter mir von allein zugegangen. Ich weiss, und genau ist mir schon klar gewesen. Aber zuerst habe ich gedacht, wirklich, du hast sie zugemacht. Ich weiß nicht, ob wer überhaupt gejagt hat, ob er mich gejagt hat oder ob er anders gejagt hat. Wir kommen! Und überhaupt Shift-Tasten drücken, behalten, dass ich schneller laufe.
Schon, oder? Ja, ja. Druck halten. Steven, weißt du noch? Wo sind wir? Sind wir zu links? Wir sind links und wir müssen ganz rechts über. Oder warte, wir gerade selber blicken. Nein, ich glaube da hinten. Nein, andere Seite. Oh, ja, nein, stimmt. Ja, ist wirklich die andere Seite. Ja, stimmt. Komplett auf der anderen Seite. Was ist das? Ausschlag 4. Ausschlag 4. Jetzt nicht mehr. Schon gut, ich will auch nicht. Ich gehe jetzt weiter. Da hinten durch hat er noch Ausschlag gehabt, da im Zimmer. Da ist es. Nein, da ist es nicht. Ich bin weg! Mach zu! Martin, umkehren! Umkehren, Martin! Komm zu mir! Umkehren! Er kommt von dieser Seite dort, wo du jetzt bist. Bist du hinter mir? Komm! Ja. Kann ich schneller laufen? Ja, einfach Shift gedrückt halten. Ist gut, könnt wieder zurück. Umkehren. Lebt ihr noch? Also es ist dort hinten. Also wo ist der Hund? Ja, dort hinten, weiter hinten und dann glaube ich rechts. Okay, dann halt links. Nein, da nicht, nein. Das ist so ein komischer. Ah, oh, ist das so ein komischer Hund? So eine Abstellkamera. Ja, es ist so ein Aussen. Oh mein Gott, Martin, Ausschlag 4. Komm. Meine Güte! Oh, jetzt aber, eh? Ist gut? Gut. Leben dir? Oho! Leute, wieso rennen da? Wenn ich euch wäre, würde ich nicht. Ey, wollt ihr mich verarschen? Ich glaube, jetzt bin ich nicht da. Wie alt bist du? Nein, jetzt bin ich auf. gehen wir schnell zum Auto und holen wir uns Pillen. Ist gut? Ja, ist gut. Sind wir da richtig am Laufen? Ja. Ah, jetzt wieder normal. Ich glaube, wir sollten alle Pillen fressen. Ja, yep, wir sind schon unterwegs. Aber wir haben nur drei Stück, also einer kann nicht. Ja, dann würde ich sagen, der, der streamt, der bleibt drinnen und nimmt schön alles auf und die anderen laufen mit der Kamera rum. Hä? Sind ihr sicher, dass wir drei haben? Ich sehe nur zwei. Ich bin jetzt, glaube ich, in der Richtung von dem Raum. Martin, hast du wieder Pillen gefressen, hä? Du kleines. Also heute habe ich jetzt noch nichts gegessen. Also jetzt da. Nimm schnell den. Okay. Ja, er sollte Kogo Pillen nehmen. Oder zumindest zwei. Schau schnell etwas gut. Wollen wir die Pille nehmen oder nicht? Weil sonst nehmen wir Martin und ich sie. Die muss ich nicht nehmen. Wieso hast du vor zu sterben? Du bist bei 7%.
2. Oh. Martin, sie hören dich nicht. Sie hören dich nicht. Wo bist du? Wo bist du? Ja, du aufgehört. Komm, wir zwei. Fressen wir die Pille und gehen wir den Geist jagen. Was hast du alles dabei? Im Moment einfach den Quasselrider. Okay, tu den weg. Tu den. Aha, okay, dann nimm den Kruzifix, der da am Boden liegt. Ja. Ja, die Geisterbox kannst du eigentlich retten. Die Geisterbox lasse ich da. Warte, Pille noch nicht gefressen. Ja, komm, egal. Warten wir schnell, bis die Aktivität runtergeht und dann fressen wir schnell die Pille und dann gehen wir. Wir müssen den Raum aufsuchen. Ah, lassen Sie ein Teammitglied Zeuge eines Geistes-Events werden. Okay, dann brauche ich das nicht mehr. Kann ich es weg tun. Das Problem ist aber... Ah, schau da, sie leben beide noch. Oh, komm, gehen wir rein. Bille fressen. Also bis jetzt haben wir nur Gefriertemperatur und das andere ist nur bis Stufe 4. Ich weiß nicht, ob das zählt. Wir kommen rein. Also ich habe jetzt einfach den Kruzifix. Das immer. Hat keine also, Pille mehr. Was? Keine mehr? Nein. Nur zwei? Er hat nur zwei gehabt. Martin und ich gehen rein. Ja, gut, dann müsst ihr rein. Bei mir haben wahrscheinlich zu wenig wahrscheinlich. Martin, gehen wir rein und sch. Ja, super. Wartet da schnell, nehmen wir noch Fingerprint. Haben wir Fingerprint-Taschenlampe dabei? Ja, ja. Ich habe eine dabei. Also, was haben wir Kamera jetzt alles hätte noch? Kamera hätte ich sonst noch, falls ihr die auch noch braucht. Also, Nebenmission ist nur noch mit dem Kruzifix. Und was ist noch gesehen? Ja, wir sind nicht einmal die normalen. Was ist? Wir müssen ja wirklich die normale Tempel. Ja, es ist nur noch mit dem Kruzifix. Ja, wir haben doch sonst eingetragen im Journal. Wir haben ja nur Gefriertemperaturen bis jetzt, oder? Ah, im Journal habe ich nur Gefriertemperaturen, ja. Eben ja, wir haben ja, noch nichts. Wir müssen nicht alle Nebenmissionen machen. Ja, es wir haben ist wenig zum Nebenmission. Wir müssen zuerst herausfinden, was überhaupt ist. Ja, dann kommen wir da wieder rein. Also das Buch habe ich mal reingelegt. Das Buch ist drin. Wo ist es? Ja. EMS. Im Geisterraum. Ah, haben wir ihn gefunden? Der Geisterraum, ja, den haben wir gefunden, ja. Das ist gerade momentan mega krasse Aktivität. Ja, der beruhigt sich schon wieder. Brauchen wir noch eine Fotokamera? Kommt mit. Videokamera müsst ihr sicher mitnehmen wegen Geisterort. Ah ja, genau. Und EMF-Reader müsst ihr mitnehmen. Martin, kannst du die Videokamera nehmen? Es ist sehr... Nein, warte. Du hast den Kruzifix, gell? Oder Kruzifix? Ey, ich weiß nicht, warum ich nicht fake bin. Das ist scheiße, was zu sprechen. Jawohl. Okay, genau. Gehen wir. Also ich habe jetzt einfach Taschenlampe und den Kruzifix momentan bei mir. Okay, UV-Lampe? UV-Lampe hast du auch schon? Habe ich eine. Nein. Okay, eine Geisterbox müsst ihr noch mitnehmen, weil ihr müsst im Geisterraum müsst ihr auch noch fragen. Das habe ich gemacht, hat nicht geantwortet. Schon, okay, im Geisterraum in dem Fall. Mhm. Gerade dort, wo, okay. Wo wir wie Schisshase abgesäckelt sind. Martin, rein! Okay, also ein EMF-Reader müsst ihr noch mitnehmen. Da liegen zwei EMF-Reader, das heisst, ihr habt noch keine dabei. Dann nehme ich noch einen. Ich kann nicht mehr nehmen. Okay, good luck. Das Glück. Danke, euch kennengelernt. Tschüss.
Schaltet schon mal Kamera ein, dann können wir ein bisschen schauen, immer noch sehen. Komm. Oh, meine. Ja, ich komme, ich komme. Okay. Ihr müsst jetzt nach. Ihr müsst dort gerade auslaufen. Ihr müsst rechts abbiegen. Nein, andere Seite, andere Seite. Also links. Oh mein Gott. Mark, komm in die Dings rein da, komm. Tür zu. Komm mit, da, komm zu mir. Weil irgendwo hat es eine Seitentür, ja genau dort. Jesus Maria, das ist ja nicht normal. Alles klar, wieder alles auf. Also, und dann nach rechts. Ich habe mir ein bisschen Pipi in die Hose gemacht. Und jetzt? Also, sind wir uns einig, wenn die Lichter anfangen zu flackern, rennen wir zu den Stegen und runter, ist gut? Yes, sir. Andere Seite, da hinten. Hast du den Kruzifix in der Hand? Das ist gut. Ja. Das ist ja gut. Sobald wir im Geisterraum sind, schmeißt du den Kruzifix am Boden runter, ist gut? Und wir müssen im Buch schauen, ob er geschrieben hat. Ihr müsst ganz weiterlaufen. Ihr müsst ganz geradeaus weiterlaufen. Bis zur Stege und dann rechts abbiegen nach der Stege. Alles gut, Martin? Alles gut. Ihr sagt uns schon, wenn die Aktivität sich bewegt. Alles ruhig. Einer von diesen Räumen auf der rechten Seite sein. Damit die Lagerhalle sozusagen. Martin, hast du gerade die Tür auf und zu? Ich bin schon auf dem Boden, ihr müsst jetzt sehen. Nein. Anderes Bild? Martin, kannst du reingehen? Das ist der richtige Raum, ja. Geist ob, ich habe Geist ob gesehen. Geist. Okay, komm. Jetzt hauen wir ab. Fingerabdruck, komm. Ich brauche dich jetzt bei mir, weil ich habe keine Tasche, ich habe kein Licht, gell? Ja, ich bin bei dir. Ich bin mit dem EMF. Ich bin hinter dir. Dings rumlaufen. Jetzt gehen wir noch drauf. Scheiße, komm mit. Schien mir? Ja. Scheiße! Anders umkehren, umkehren, umkehren! Bist du hinter mir, Martin? Martin? Er ist hinter dir. Was? Natürlich. Immer der Ausländer, der. Ich habe gut überlebt, sehr gut. Immer der Ausländer. Der Martin ist ein paar Meter hinter dir, Robi. Ja, ich weiss. Martin, kommst du? Martin, für den nächsten rechts abbiegen. Ja, genau, das kann ich sehen. Also, es kann noch sein, EMF5, Geisterbox oder Geisterbuch. Du hast das EMF-Gerät, also komm mit, Martin. Wir gehen noch mal rein. Jawoll. Bam, 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 bam. Ja, wir gehen noch mal rein, es geht nicht anders. Die Aktivität ist momentan auf Null. Bitte sofort sagen. Gott, Jesus. Martin, Ente. Nico. Jawohl, hinter dir. Da über. Einfach mit der Shift-Taste säckeln, gell? Ah, ich bin permanent drauf. Sehr schön.
Links. Irgendwo sollte die Treppe sein, Gott verdammt. Okay. Okay, zurück. Ja, wieder retour. Leute, was haben wir, Sanity? 28%. Okay, Martin, da ist die Treppe. Du also hast... Sicher nochmal in Raum, das ist kein Problem. Du hast das Gerät in der Hand, du gehst jetzt rein aus, und schaust, ob es einen Ausschlag gibt. Nicht reagiert, also EMF und ja, Geisterbuch. Also sagt ihm, also, wie das Buch schreibt. Buch... Muss man es ihm sagen? Ja, schon, ja. Schreib in das Buch. Dämlich. Geh rein! Schreib in das Buch. Nein! Ruf sie nicht! Schreib in das Buch. Oh, halte. Ja, ich weiß. Schreib in das Buch. Womit? Kein Ausschlag. Warte, bleiben wir da. Weißt du was? Ich schau schnell, ob ich. Shit! Komm mit! Nachher links. Ist links, steigen ab. Toll, ich bin dahinter. Links. Okay. Ja, ich habe eine sehr gute Idee. Ich komme raus. Oh Gott, damn it! Überlebt! Ich wollte jetzt eigentlich doch, dass wir Fingerprints nicht ausgewählt haben. Können wir doch, also ich kann sie immer noch auswählen. Ich habe Fingerprints. Ja, du kannst es schon noch auswählen. Nein, es hat doch keine Fingerprints. Du kannst es schon auswählen, aber wenn du nachschauen, Gefriertemperaturen und Geisterkugel, wenn du die beide auswählst, dann gehen nur noch EMF5, Geisterbox und Geisterbuch. Also Ghost Orb, oder? Ist das eine, oder? Weißt du, was ja, ist das? Geisterorb. Geisterorb, Ghost Orb, ja. Also Fingerabdrücke habe ich drin keinen gesehen und der Martin hat beim EMF5 hat er Ausschlag gehabt, aber ich glaube nur bis 4. Autsch. Bis 4, ja. Ich würde sagen, also ins Buch hat er nicht geschrieben, das hat er gesehen, oder? Ja. Genau. Okay. Haben Sie nochmal gesagt, schreib in das Buch, dann haben Sie sicher gesagt, oder? Ja, mehrmals. Okay. Da bleibt aber nicht mehr viel über, nur EMF und Fingerprints. Also, nein. Also, Fingerprints sind eigentlich nicht. Also, vielleicht, weißt du, nur weil du das bei Beweisen jetzt kannst eingehen, kann eben sein, dass es ist so oder so ein Update gekommen, wie ihr bemerkt habt. Oder? Fast bevor wir den Update braucht. Ich kann Fingerprints auswählen, aber ich kann dann keinen Ghost mehr auswählen, ja. Ja. Das heißt Spirit Box. Anscheinend ja nicht. Der Robby hat es ja ausprobiert und er hat gesagt, es ist nicht gsi. Also ich würde eher, wenn, dann würde ich auf EMF5 gehen. Wenn es schon EMF4 gsi ist. Wobei Spirit Box, das habe ich vorher irgendwo gelesen, das kann auch. Also es ist. Ah nein, das ist mit den Temperaturen. Kann sein, dass Spiritbox eventuell auch mal geht, mal nicht. Also ich weiß nicht. Vielleicht hat der Geist. Eigentlich nicht, nein. Wenn du im Raum bist, dann wenn du im Geisterraum bist und das fragst, sollte er eigentlich reagieren. Das macht er schon. Okay. Nein, ich bin schon drin gewesen, hat nicht reagiert. Man fast im Level 5 nehmen. Dann haben wir eigentlich nur noch Phantom, wo übrig bleibt. Ja. Also ich probiere es, ich gehe auf den Phantom. Ich probiere es. Bin fast, ja. Ja, bei den Beweisen, was haben wir jetzt alles? Gefriertemperaturen? Ja.
den Geisterorb. Geisterorb, jawohl. Dann EMF 5. Alles klar. Hm. Wäre Phantom. Ja, wir probieren es jetzt einfach, wir raten einfach. Ja, genau. Holy moly. Yes! 6 Stunden. Yes! Nice. 63. Ich bin Level 3 geworden. Schön. Strong Flashlight. Weißt du den Unterschied zwischen einem Strong Flashlight und normalen? Die Stärke von der Lampe, also nur noch Strong nehmen. Wenn du dir kannst einen Strong kaufen, dann einen Strong nehmen. Aber ich glaube, du kannst noch gar nicht, dann kannst du ja schon Level 5. Wer kauft, kann jeder einmal Pille kaufen? Habt ihr das Geld für eine Pille? Sind nicht die Pills? Ja, für eine. Ich bin auch nicht Level 5. Okay, dann. Ich bin nur Level 3. Ja, ich kaufe. Ich kann es demzufolge auch nicht. Okay, ja, 2 rein tun. Ja, ich kann es leider nicht. Okay. Kann man Strong Flashlight nicht hinzufügen? Doch, wir haben schon 4 Stück hinzugefügt. Deswegen. Ist schon voll, 4 ja. Ist Maximum. Ah, haben wir das schon gar nicht? Ich hätte es nochmal eine gekauft. Dann gehen wir da hin. Thermometer und Salz. Sehr schön. Wir haben alle Nebenquests geschafft. Also all ja, alles. Richtig nice. Ganz gut. Mhm. Sogar noch richtig herausgefunden, wer es wirklich gesehen ist. Top. Toppeti, toppeti. Wunderbar. Du kannst immer noch nur Anfänger auswählen, gell? Ja. Gott sei Dank. Ja, weil irgendwie auf Anfänger reagiert er irgendwie so nie. Natürlich, es pisst. Wie bei uns. Hallo! Also, entdecken Sie um welche Art, ja gut, das ist normal, stellen Sie die Anwesenheit eines Geistes anhand eines Bewegungssensors. Fuck! Finden Sie Beweise für übernatürliche Geistes mehr? Okay, ziemlich sicher wird auf EMF Read reagieren, das heißt, das haben wir schon mal etwas. Machen Sie ein Foto. Juhu! Sie heißt Donna Robinson und sie kommt eigentlich nur, wenn Leute alleine sind. Okay, brr, okay, wir bleiben in Gruppe. Toll. Nicht das, was sie sagt. Was soll ich noch mitnehmen? Also, ich habe Videokamera. Ich habe noch. Ja. Und EMF Reader. Ich habe Taschenlampe, Thermometer und Buch. Martin, kannst du noch den Finger ab den UV-Licht nehmen? Ich hatte schon dabei. Ich ah, okay, schon okay, dabei. Okay. Lange vorher spielen, ja. Videokamera. Geisterbox haben wir schon. Ich habe Taschenlampe, den Reader und Kruzifix. Ah, du hast schon. Okay, ja, wir sind ausgestattet. Oder? Lieber die Videokamera. Ich habe sie, ich habe sie. Ich habe Videokamera. Ah, okay, dann eine Fotokamera. Eine Fotokamera ja, wäre noch genau, gut. Genau, ja. Damit wir die hübsch können föteln. Donna. Donna Robinson. Schnell lustig. Donna auf Italienisch heißt Frau. Frau Robinson. Frau Robinson. Was ist eigentlich das da unten, das große da? Das große da ist unten? Einmal eine Taschenlampe, das ist die starke Taschenlampe. Ach, das ist die besser. Ach so. Ja, das ist die besser, ja. Ja, soll ich sonst noch etwas Drittes mitnehmen? Ja. Also du kannst sonst gern nochmal. Also, warte schnell, was haben wir denn noch? Geisterbox, wenn wir uns eh mit aufteilen. Kannst ja nur zwei Sachen nehmen. Kannst du noch mal etwas mitnehmen? Taschenlampe? Nein, insgesamt kann ich 3 nehmen. Ja, so mit also der Taschenlampe. Also EMF oder Geisterbox würde ich sagen. EMF oder Geisterbox. Ich nehme die EMF. Geister... Ja, gut.
Ich kann als Geisterbox habe ich. Okidoki. Jetzt. Wie heisst er schon wieder? Donna Robinson oder wie hat sie geheissen? Genau. Ich komme rein. Hey. Gib uns ein Zeichen. Bist Gib du uns hier? Ein. Donna Robinson. Gib uns ein Zeichen. Donna Robinson. Bist du hier? Donna Robinson. Donna Robinson. Bist du hier? Gib uns ein Zeichen. Donna. Donna. Wieso rufen wir eigentlich immer den Namen? Die werden nur aggressiv. Ich bin da. Das ist der Robin. Robin wieder, das ist mein Gescheiter. Bist du hier? Donna Robinson. Donna Robinson, gib uns ein Zeichen. Bist du hier? Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh. Was ist? Oh mein Gott. Hä? Was ist? Also da unten hat sie ein Zeichen gegeben. Im Keller hat sie ein Zeichen gegeben. Ja, dann gehen wir rein. Nein, wieso machen wir das zu? Gehen wir rein. Ja, los! Geht los. Ja, kann doch nicht selber verarschen. Donna Robinson, zeig dich! Zeig dich! Bist du hier? Zeig dich! Donna Robinson! Nein, nichts erkannt, Leute. Ja, ich weiß, aber sie hat es doch einfach gezeigt. Zeig dich! Donna Robinson! Bist du hier? Ich sehe hier bis jetzt keinen Fingerabdruck. Donna Robinson! Bist du wütend? Ja, das ist. Ja, Robin, geh mal ruhig. Du alter Zweit. Ich habe Knochen gefunden in der Garage. Wer hat die Fotokamera? Ich. Wo ist In der Küche oder wo? In der Garage. Da. Du hörst mich, Genau, richtig, ja. Ah nein, ich habe kein Fotoapparat dabei. Bist du hier? Kannst du aufsammeln? Ja. Mach die Spinz auf. Bist du hier? Ich muss fotisieren. Wenn du im Journal gehst, schauen, dann siehst du, ob das Foto erkannt worden ist oder nicht. Und da siehst du es jetzt, Knochen hat er erkannt. Da hat so ein Dingsbums-Brett am Boden. Wo? Wo? Oh mein Gott! Ja! Ja! Endlich! Okay. Okay. Okay, wer macht's? Jemand von euch? Was muss ich machen? Drück also, drauf. Also, du darfst jetzt eine Frage stellen. Also, es leuchtet, glaub ich, schon. Wie alt bist du? Nein! Wo bist du? Mit deinem Fuß. Wo bist du, hättest du fragen. Mit dem Fuß. Living Room. Living Room. Du musst ein bisschen auf die Seite. Living Room. Geh mal weg mit deinem Fuß. Living Room. David, Living. L. Living. Bei mal das O. Living Room. Okay, gehen wir in die Stube. Living Room, definitiv. In platzieren. Der Stube. Ich platziere mal die Kamera. In dem Fall dort. Donna genau. Robinson. Warte jetzt! Gib uns ein Zeichen. Jetzt musst du jetzt noch nicht rufen, Mann. Doch. Nein. Schreib Donna Robinson, Donna Robinson! Ich kann schon schauen, ob ich einen Orb gesehen habe. Oder, was habe ich noch dabei? Aha, gut. Aktivität ist auf 4. Ich sehe keinen Orb. Was hat sie da? Aktivität ist auf 0. Ah, warte. Könnte ich ne. EMF-Reader könnt ihr rein tun. Das haben wir erreicht. Aktivität auf 5. Oh oh.
Lauft, meine kleine... Oh, oh! Sie schleicht am Boden rum, wie krass ist das? Sie schleicht am Boden rum. Es lebt noch alle. Leute, ich habe sie gesehen. Sie schleicht am Boden rum. Lütlis? Oh shit. Wer hat es rausgeschafft? Ich. Und die anderen sagen, oh, es ist schlicht wieder rum. Ich sehe sie, wie sie rum schlicht. Schauen. Wobei, wart. Man sollte sie eigentlich sehen, wenn man dort hinein schaut. Ah, nein. Ich mag sehen, ich habe kein Fenster. Also, was haben wir denn jetzt bis jetzt gehabt? Nur Fingerabdrücke. Also, haben wir Fingerabdrücke gehabt? Haben Sie es gesehen? Fingerabdrücke haben wir. Ja, die hat ja unseren Schrank angelangt, wo wir uns versteckt haben. Okay. Fingerabdrücke und EMF Ebene 5. Bist du sicher EMF Ebene 5? Ja, wieso? Wie viel EMF gibt es? Also, es gibt 1, 2, 3, 4, 5. Das ist ja nur ein Ereignis finden mit einem EMF-Reader, das passiert immer mit einem EMF-Reader, weißt du? Es kann auch zwei sein oder so. Okay, ja, Geister Orb haben wir keine, oder? Nein. Aber ich platziere sonst nochmal eine Kamera, gehen wir nochmal rein. Wo habt ihr euch versteckt? Ja. Im Schrank, und dann hat sie die ganze Türen aufgemacht, mein Gott. Dann haben wir, habe ich die Link zugegeben und oh nein, sie handelt wieder. Schau mich so mal schnell. Viel Spaß zusammen! Und sie schleicht wieder rum. Toll. Toll! Ich treff's vor dem fucking Schrank nicht! Aha, ich kann sie einfach so platzieren. Ist er gestorben? Ja. Oh nein! Was hat er gemacht von ihm? Er hat ein Foto gemacht vom Geist. Wer? Ich meine vom Geist. Nein, ich meine von der Leiche. Von der Leiche musst du ein Foto machen. Aha, nein, das habe ich nicht gemacht. Warte, bevor du reingehst, nimm noch Pille zuerst. Ja, wobei, warte. Okay. Er hat zwar noch 34. 36. Ja, aber ist doch gleich, können wir doch schmeißen. Oder warte. Ich nehme noch Kamera mit. Also, ich... Gehen wir rein. Wo habt ihr euch versteckt, Martin? Einfach so, dass ich mal so... ...so ein bisschen Ideen sammeln kann, wo man sich verstecken kann. Ich. Also, so. Wo ist das jetzt? Da! Ah, einfach! Er ist oben! Einfach von der Leiche! Von der Leiche, Foto, genau. Ja, ist gut, dass du gemacht. Schreib in das Buch! Bist du hier? Bist du hier? Wen hast du getötet? Habe ich nichts anderes genommen? Basement. Basement, das ist im Keller. Ich glaube, da ist nicht der richtige Raum. Steven? Wie ist das eigentlich, wenn die Sachen da am Boden liegen? Wer ist denn hier? Lass mal drücken. Schnell rein, in den Schrank. Nein, sie jagt nicht. Okay. Also schaut, sie kommt.
ich sehe sie immer von da rüchen. Ich glaube vom Keller, ja? Ja, ich glaube eben, sie ist im Keller. Ja, sie ist im Keller, sie ist fix im Keller. Warte schnell, ich gehe ganz... Macht bitte nichts. Ich gehe kurz eine Kamera holen. Platziere sie unten. Okay. Geist, jetzt bitte nicht... Nein, nicht jetzt! Oh, shit. Leute, Aktivität ist oben, bei 9. Toll, ich hatte 2 gehabt. Okay, Aktivität ist auf 0. Stevie, ich sehe dich! Das ist kein Problem. Gehen wir in den Keller runter. Gehen wir in den Keller. Ja, sie ist im Keller, sie ist ganz sicher im Keller. Ja, eben, gehen wir runter. Ja, weil wenn wir zusammen sind, kommt sie glaube ich nicht, oder? Nein, sie kommt nur, wenn wir allein sind. Schreib in das Buch. Oh nein. Ach Mann. Welche Tür hebst du? Ich heb die links. Ich heb scheiße, die scheiße, scheiße! Mach zu, mach zu! Nein! Ich hab die Tür zugehebt! Mein ganzer Loot! Mein ganzer fucking Loot, Steven! Fingerabdruck, mehr haben wir noch nicht. Schauen wir mal schnell nach, er hat die Kamera, glaube ich, platziert. Schauen wir mal nach, ob es Geister Orbs hat. Ja, und genau wegen dem bin ich sicher gestorben. Scheiße! Weil ich wie ein Held. Hey, ich hab meinen Held die Tür zugehabt und den Martin. Er hat sie nicht eingeschaltet. Scheiße! Ja, dann noch rein! Soll ich schnell runtergehen und sie einschalten? Ja, natürlich. Ja, warte, wir fressen, glaubst beide nochmal Pille, weil wir haben. Ich habe 0 und du hast nur noch 11. Stevie! Oi, jetzt ist Chichi! Ey, aber ich habe die Tür zugehebt. Die hat einfach die Tür aufgemacht. Ja, ich auch! Frei haben, also du musst etwas frei ja, das Problem haben, ist, es bringt dir glaube nichts, wenn du zuhebst. Genau. Du musst sie dazu ziehen, so schnell wie möglich. Weil er hat bei mir auch die Türen aufgerissen und dann bin ich da gewesen. Weißt du, das dritte im Schrank, aber es sind ihm also der, wo am meisten Zeug gekauft hat. Hure sich! Die Kamera, die sind jetzt schon voll. Ah, ist sie schon voll? Nein, dann musst du sie nicht mehr nehmen. Es hat sonst drinnen nochmal eine. Schade, gehört sie uns nicht, ich könnte mal so blöde Geräusche machen. Gut. Ja, das gehört nur ich. Also, dann gehen wir nochmal schnell runter. Schreib in das Buch. Hey, aber... Gefriertemperaturen, ich sehe meinen Atem. Den können wir schon mal nehmen. Gehen wir nochmal raus, bitte. Ja, ist gut. Und die Einträge erst raus. Und noch kann nicht passieren. Also, schlau, hä? Temperaturen. Jetzt kann es nur noch sein, ich habe 5 oder Geisterbox. Wo haben wir die Geisterboxen? Sind die drin im Auto? Ich habe eine. In der Beweis. Eben, wir haben die 4 Temperaturen, aber wir haben doch ja auch die Fingerabdrücke. Fingerabdrück. Genau, ja. Die zwei kannst du einträgen. Eben, genau. Und einmal könnte es jetzt noch sein, ich habe 5 oder Geisterbox. Geisterorb. Geisterorb. Dünnt da umschalten, dünnt da umschalten, dünnt doch umschalten. Oh. Ghost Orb. Es kann nicht Ghost Orb sein, es kann auch Spirit Box sein. Ja, wieso nicht? Sie haben ja die Kamera erst jetzt platziert. Jetzt müssen sie jetzt eigentlich hineinschauen. Was willst du? Das Video. Hey, schau mal, wir sind beide am gleichen Ort gestorben. Du, ich unten, du oben. Ja, leider. Oh, jetzt jagt sie wieder. Schau, da unten ist sie. Wie mega hässlich. Ja, ich habe es auf der Kamera immer gesehen. Heb die linke Tür zu, ich heb die rechte Tür zu. Nach innen ziehen, nach innen ziehen.
Schau mal, der Geist geht wieder runter, ist das blöd zum... Dort! Jetzt da links! Oh, jetzt kommt er, er kommt! Nein! Oh nein, er kommt der andere Weg! Dummer Geist! Nein, wo gehst du hin? Okay. Oh, Mann! Wo bist du? Offensichtlich dort, wo du wieder reingehst. Wie alt bist du? Wie alt bist du? 83. Gang mal raus und ich versuche mal allein ihre zu sagen. Ja, Moment, ich hätte noch schnell kurz die Kamera da. Ah ja, das ist auch gut, ja. Ah, Mist. Es sollte ihm vielleicht jemand erklären, wie man das macht. Mit F, okay. Kannst du sie anlegen. Hey, sie hört mich. Bücken, hey, musst schau mal, sie ist gestanden. Damit sie kannst aufnehmen. Yeah! Und dann kannst du sie so platzieren, mit F kannst du sie dann anlegen. So, ist gut, ist er eingeschaltet? Ja, okay. It was at this moment that he... Oh, scheiße. Oh. Ja, dumm passt, jetzt fängt sie wieder an jagen. Surprise, motherfucker! Gehen sie in den gleichen Schrank rein? Komm, Schnäckli, nein, nein! Wieso geht sie in die Kuh? Komm! Oh. Komm! Oh. Bei Fuß! Hopp! Dahin! Geht sie da runter? Bei Fuß! Komm, dahin! Was ist da? Kamera! Gang schnell ab! Aber ich befürchte, ich weiß nicht, ob wir wirklich ein Foto machen können von den Fingerprints, leider. Wie alt bist du? Weißt du, der möchte gern Köter, bringt uns zwei um, findet also den Weg, aber bei diesen zwei ja, findet sie den Weg nicht. Ja, Geisterbox ist es nicht, das heisst, es kann nur gell? EMF 5 sein, also EMF 4 hat schon ausgeschlagen. Yeah! Einer von uns! Einer von uns! Er bleibt einfach dünn und stirbt und probiert immer noch die Kamera zu platzieren. Okay. Ja, jetzt ist sie ganz allein. Die haben immer genug gesehen, die nehme ich jetzt mal an. Alle etwas holen, wo wir kommen, schmeißen. Martin, zurück. Okay, komm rein. Etwas holen, zum Umschmeißen. Ein Tasten oder sonst irgendetwas. Ich bin dann im Wagen. Mein rechtes Licht ist abgegangen. Das ist gar nicht lustig. Ja. Jetzt läuft's wieder. Und jetzt? Was ist mit dem Bit? Mit sie. Geister, sind ihr schon bei mir? Ja, was zeigen? Ja, bringt viel, warte ich rüde mal. Ah ja, okay, okay. Gut, okay. Also. Bild gab mir. Wir haben Fingerabdrücke und wir haben Gefriertemperaturen. Das heisst, wir könnten eigentlich nur noch EMF 5 und Geisterbox haben. Ich habe jetzt Geisterbox habe ich unten gemacht und sie hat nicht reagiert und EMF war bis 4 ausgeschlagen gewesen. Schön, schön. Tun mal etwas nach rechts werfen, wenn ihr denkt, EMF 5 und etwas nach links werfen, wenn ich noch mal schauen soll wegen Geisterbox. Nein, rechts. Da. Hört's da. Wenn das rechts ist, kann das jemand bitte nochmal bestätigen? Ja, okay. Das ist rechts, oder? Also EMF 5. Dann nochmal schnell rühren. Okay, gut. Also dann trägt alle ein, EMF 5. Banshee!
Dann ist es ein Banshee. Banshee! Banshee, Banshee, Bandor! Andere können wir glaube ich nicht machen. Okay, doch, ja, wird. Banshee! Ah, okay. Gut. Schön! Also dann, ich. Wir gehen. Ja, gönnt! Nachdem wir uns alle sterben lassen hat. Ich kaufe nicht mehr. Ich kaufe nicht mehr! Spielet. Scheiße! Nein, ist Raid. Aber viel Geld habe ich bekommen. Ja, es wäre dann Geisterbox wär's gewesen. Starke Tasche. Aber sie hat nicht reagiert. Starke Taschenlampe haben dann im Fall alles ich gekauft, sprich, jetzt haben wir null. Aha, ja. Eine. Machen wir nochmal eine Runde, wir haben gerade so viele Zuschauer. Also viel, für ja, unsere Verhältnisse nicht so viel. Mögen wir noch eine Runde? Ja, okay, eine Runde haben wir noch. Nehmen wir noch. Nehmen wir ein kleines Häuschen. Starke Taschenlampe. Ich kaufe. Also eine habe ich. Hä? Ich kann sonst auch noch kaufen, mit sagen wir nicht, 119 Stutz. Ja, dann kannst du sicher mal eine starke Taschenlampe kaufen. Eine habe ich schon reingeworfen. Dann ah, okay. Zweite nicht. Nein, ich habe noch eine. Warte, ich höre mal rein, wann ich kann. Zu spät. So. So. Also, Sanity-Pille wären vielleicht noch gut. Ja. Nehmen wir noch ein Sanity-Pille. Sanity! Und ist da. Kopfkamera habe ich mal eine reingerührt. Ich kann Ihnen kaufen, Sanity-Pille, das müsst ihr machen. Ah, okay, alles klar. Wo zum Teufel sind ihr? Level 5, Martin und ich. Also, ich kaufe, ich habe zwei. Eine kann ich kaufen. Ah, schau, ich habe vier. Okay. Fotoapparat haben wir einen. Ich nehme noch einen. Hm? Fotoapparat. Hä? Ja. Habe ich jetzt nicht gekauft? Also ich kann nichts mehr kaufen, ich habe kein Geld mehr. Yes, oh was ist noch wichtig? So. Der Martin hat sicher irgendwie 1000 Stutz oder so. Bewegungssensor wäre noch gut, weil vorher hätten wir einen können brauchen. Ja, das stimmt. Heute erst auf Level 6. Oh, ah, Misaki! Ja, genau. Herzlich willkommen! Also, Angel und Misaki müssen jetzt einfach zuschauen, bis am Schluss. Einfach, dass das ist. Viel Spaß, ja. Ich glaube, wenn sich da vier Hosen machen, von Angst. Ja, ich glaube, ich könnte sich nichts anderes mehr wählen, oder? Ja. Schon gut. Also gut, wir haben entweder Highschool oder Farmhouse. Ich würde sagen Farmhouse. Farmhouse? Ja, bitte. Ah, übrigens, ich kann fortgeschritten auswählen. Nehmen wir. Ja. Gib mir Geld. Hm? Ja, okay. Und geht schneller, sterbe. Von dieser Musik schlafe ich ein. Ah! Dann nehme ich wieder den Finger. Der Fingerprint noch mit. Die Kamera. Wenn wir die Kamera wegklappt. Ah nein, ich habe sie. Kamera. EMF Reader. Und ich bin voll. Genau, EMF Reader. Fotokamera sonst noch. Dann nehme ich EMF und Foto. Okay. Hey Martin, nimm die Starttaschenlampe da unten. Ja, da unten ist die Starttaschenlampe. Oh, scheiße, jetzt ist es. Da unten ist die Starttaschenlampe. Nicht dort. Zunderstunde links. Ja, Zunderstunde links. Dann müssen Sie sich halt ducken, junger Mann. Ducken? Ja. Nur keine Angst vor ihr. Sie ist gefährlich, aber sie macht da nichts. Okay, sie spinnt jetzt gerade, aber. Ich will einen EMF wieder mitnehmen. Ja, entweder. Ja, nimm noch einen EMF wieder mit. Perfekt. Wer nimmt eigentlich die Kopfkamera noch mit? Du hast gefragt. Ja,
danke für nichts. Müsst ihr vielleicht noch Kopfkamera einschalten oder so, wenn es difficult ist? Die ist gerade eingeschaltet, wenn die aufsetzt. Ja, ich meine, ich bin zum Aufnehmen eventuell bei PC-Bildschirm. Also, MF Reader ist eine Nebenmission, Salz ist eine Nebenmission und Kruzifix ist eine Nebenmission. Robi, wie heißt der Guy? David Davis. Oh nein, wieso habe ich ihm den richtigen Namen gesagt? Ich hätte irgendetwas Lustiges sagen. Oh. David Davis, wir kommen jetzt rein. Einfach keinen Scheiß machen. Gut, Foto gemacht. Super. Gib uns ein Zeichen. Bist du hier? David Davis. Bist du wütend? Wie geht es Ihnen heute? Bist du wütend? Ha! Cesu Mare! Gib uns ein Zeichen! Hallo? Bist du hier? Du Spacke! Gib uns ein Zeichen! Hey, it's a me! Bist du hier? Ja. Warte, ich hätte dort Fingerabdruck hinterlassen. Nein, nicht. Das sind meine Fingerabdrücke bei der Puppe. Guys, zeig dich! Bist du hier? Wie heißt der Geist schon wieder? Hast vergessen? Dolores Brown. Dolores Brown. Dolores Brown. Dolores Brown. Bist du hier? Bist du wütend? Wie geht es dir? Gib uns ein Zeichen. Cesu Mare. Bist du hier? Gib uns ein Zeichen. Bist du wütend? Oh mein Gott! Oh mein Gott, es ist gerade doch wieder durchgelaufen. Puh. Okay. Bist du hier? Also es... Bist du wütend? Ich bin da sehr laut. Ja, bis zwei. Bist du hier? Da ist noch weitere Räume. Da rein. Bist du wütend? Ja, bin ich schon gesehen. David Davis. Bist du wütend? Dolores Brown. Gib uns ein Zeichen. Surprise, motherfucker. Dolores Brown. Weißt? Hey, ich höre euch schon über mich reden. Wer hat gegessen? Ich will auch essen. Wo sind wir? Da oben. Bist du hier? Ein Stock nach oben dran. Ja, ist wie eins oben. Bist du hier? Dolores Brown. David. Dolores Brown. Bist du hier? Oh shit, der Martin weiß den richtigen Namen. Bist du hier? David. Martin, bist du ruhig, du verratest etwas. Bist du hier? Dolores Brown. Bist du wütend? Ist das Buch oder was das ist? Oh ja! Wo? Da! Nein, nicht das Buch. Da kannst du herausfinden, alles über das. Ja, nein, nicht das Buch. Frag, wo sie ist. Das Videobrett. Das ist doch nicht das Videobrett, oder schon? Mal, das ist so. Ah ja. Toll. Ah, warte. Talpatsch! Wo bist du? Fünf Ausschlag! Bist du hier? Fünf Ausschlag, geil! Wieder fünf! Bist du hier? Was sagt sie dort? Weißt du für ein Wort? Ich kann es nicht lesen, weil du draufstehst. Oh, scheiße.
Sie jagt. Ah! Run. Oh, sorry. Mach doch nicht so laut, sie gehört da. Oh, oh, sie kommt. Sie kommt. Psst. Ah, das ist gut. Also wir müssen auf jeden Fall EMF5, also müssen wir das nicht mehr machen. Ja, ich habe nur noch nicht mitbekommen, wo sie ist. Ich auch nicht, welchen Raum. Aber sie ist von da gekommen, also kann es nicht in dem Raum sein, wo wir gewesen sind. Bist du hier? Wo bist du? Utility, okay. Was ist alles? Utility? Was heißt ich Utility? Ich habe keine Ahnung. Aber es ist relativ schnell da. Wollt noch jemand bei mir reinkommen? Ja. Komm. Ja, ich! Mach zu, Robi! Ich hab die Mate rein! Vergiss nicht, wenn es aufgeht, gleich wieder zumachen. Utility? Was ist denn Utility? Schatz, was heißt Utility auf Deutsch? Offiziell als Utility. Das ist eigentlich nützlich. Ich bin mir nicht ganz sicher, mit welchem Raum das zusammen verbinden. Ich weiß, was übersetzt heißt. Vielleicht Werkzeugraum oder so. Oh, sie macht auf! Ja, ich hab's zugemacht wieder. Werkzeug. Nicht reden. Okay, wahrscheinlich wieder irgendein Raum mit Werkstatt. Werkstatt, sowas, ja, genau. Ja. Wo haben wir die irgendwo gesehen? Ist glaub's das gut, oder sie eine Werkstatt da? Ist nicht das eine Werkstatt? Ja, aber dann. Es hat da so. Es hat da. Türen kannst du wieder aufmachen, sie jagt nicht mehr. Ah, so ist das, hä? Oh, schau, jetzt hat das Telefon. Telefon! Gerufen, das war nicht von uns. Wo hat sie denn das Telefon? Ja, nicht bei uns. Irgendwo an. Nein, es ist nicht da. Es ist nicht da. Es kann unmöglich da doch, sein. Doch. Es ist der Rum. Es ist der Rum. Bist du hier? Ich hatte vorher 8 Grad gehabt. Bist du hier? Dolores Brown! Bist du sicher? Dolores Brown! Also ich setze mal die Kamera, aber... Ja, sie jagt! Ich gehe rechts rein, links. Mach zu! Das sind 2 Jahre, also jetzt mehr gibt's nicht. Du tust aber schon den Schrank zuziehen, wenn er aufgeht, gell? Ich mach genauso schnell, probiere ich dann, wie du das auch machst, ja. Oh nein, ich habe Martin seine Handy im Weg. Genau, mach dort auf. Mach dort auf. Ah! Ich mach das nicht gerade ins Heim. Jagd nicht mehr. Schreib in das Buch! Schreib in das Buch! Was müssen wir machen? Schreib in das Buch. Dolores Brown. Bist du wütend? Dolores Brown. Hast du deine Tage? Steven. Wie alt bist du? Ich hab dich verarscht. Sie heißt nicht Dolores Brown. Wie heißt sie denn? David Davis. Ja, genau so. Peace!
Ich schaue mal, ob ich Orb gesehen. Haben wir eigentlich Salz? Lauf, Steven! Lauf! Ach, wie schön ist das, wenn man aus der Sicherheit... Scheiße, er ist gestorben. Oder? Nein! Steven ist tot. Hört ihr mich? Ich habe auch nochmal eine Werkstatt, wo ich jetzt bin. Das könnte auch Utility sein. Aber ja, bringen wir mal das Zeug da an. Kommt raus und nehmen wir Pillen, weil wir sind alle drei bei 0. Ja, 0-3%. Martin, Pille. Salz, wer hat... Wie funktioniert das mit dem Salz? Ich habe das letzte Mal habe ich es nicht geschafft. Ja, wir müssen zuerst den Raum finden, wo der Geist ist. Das bringt uns vorher noch nichts. Utility könnte sein. Das ist das Problem. Also, du hast doch einen Raum vorgefunden, hast du gesagt? Ja, ja. Gehen wir dorthin. Hat jemand eine Videokamera noch von euch? Ich habe meine schon platziert. Ja, nein, dann müssen wir die mitnehmen. Und die welche? Wiederholen. Die, wo du platziert hast. Ist die Werkstatt oben oder unten? Dunne bin ich jetzt, glaub ich, gewesen, ja. Okay, warte schnell. Gruppen als auch alleine, toll. Okay, gehen wir. Martin, hast du deine Pilleli genommen? Jawohl, die habe ich genommen. Okay, wir müssen Sand am besten an der Türkante. Und dann muss jemand den Geist hinter sich nachziehen. Hoi, Stevie! Wo bist du? Wie alt bist du? Schreib in das Buch. Go. Mach auf, ich komme. Zu. Mach sie wieder zu. Zuheben, Martin. Okay. Jetzt kann man schön zuschauen, wie der Martin stirbt. It was at this moment that he knew. He fucked up. Die ganze Dose an Ring geschossen über. Irgendwie bin ich nicht sicher, dass es der Raum ist, ehrlich gesagt. Die temperaturenmäßig ist. Sehr gut gemacht, Martin. Dünnt Sand einfach überall bei den Türkanten. Du kannst nicht so viel Salz verstinkeln. Ja, zwei. Aber ich habe nur ich Salz genommen. Ja. Bist du hier? Oh Gottdammit. Bist du hier? Babies. Wieder zurück. Im gleichen Raum. Wollt sie nicht kommen? Okay. Hebst du zu? Ich bin scheiße, die Tür zu heben. Er kommt. Oder sie. Oder es. Okay, sie ist gestorben. Gut. Ja, ich weiß nicht, ob es gut ist, aber. Martin, wir müssen. Ja, das ist gut, dass ich eine Pizza hat.
Wir müssen sehr wahrscheinlich rauf. Wo ist eigentlich die verfickte Eingangstür? Hat es noch Sand? Wir sind Salz. Hat es nur ein Salz? Komm schnell mit raus. Komm schnell mit raus, dass du nicht allein drin bleibst. Dammit. Wir müssen die Kamera oben holen. Ich glaube, wir müssen jetzt in die andere Seite reinlaufen. Wo ist die denn positioniert, die Kamera? Ja, oben, wo die Temperaturen runtergegangen sind. Was geheissen hat, die Temperatur ist runter. Shit. Dann tue ich die Kamera schnell da runter. Kein Salz. Oh. Bro. Huh? Oh, wow. Sie ist nicht durch das Salz gelaufen. Also, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du oder ich, und das wären eigentlich die Möglichkeiten, nimmt die Pille, geht rauf, holt die Kamera, geht runter und zieht den Geist durch den Salzhaufen durch. Also weißt, wenn der Geist dich verfolgt, dann musst du dafür sorgen, dass sie über das Salz durchläuft. Also, was hast du vorher gekauft? Was hast du alles gekauft? Weil ich habe mehrere Sachen gekauft. Also ich habe vorher zum Beispiel einfach auch grosse Taschenlampen gekauft. Plus, also für den Match eigentlich ist nur das einzige gewesen. Okay, ich habe mehr gekauft als du. Ja, rein theoretisch, und ich sage das ungern, weil jetzt die Leute einfach nicht denken, dass ich ein Schisshass bin. Vor allem der Steven. Steven, ich sehe dich! Er hat nicht gut. Rein theoretisch sollte ich, wenn möglich, nicht sterben, aber mich schießt es an dich. Weißt du, also ich komme mit, egal, ich kann halt Sanity unten auf Null. Aber du bist wichtiger. Okay, das klingt jetzt ein bisschen Musi-Musi-mässig. Los, nimm die kleinen blauen Pillen. Also, dann nehme ich's. Schau, komm mal. Das hast du ja nur beim anderen Jahr nicht da, beim anderen Zimmer, wo wir gefunden sind. Ja, dort, wo wir uns versteckt haben, du musst. Komm mit, ich komme mit. Kann man dann auch depositionieren? Ich komme mit, ich riskiere es einfach. Ich zeig dir schnell im unteren Stock, wo das der Salzhaufen ist. Komm mit. Siehst du ihn da? Ja. Genau da. Jetzt musst du einfach raufgehen und dort, wo wir waren, in dieser Werkstatt. In der Werkstatt. Weißt du noch, wo wir waren mit diesen zwei Schränken? Jawohl. Was schreibt er? Irgendetwas mit Quests? Was? Schreib es doch im Chat rein. Ich sehe den Chat. Schreib im Chat rein. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Ah! Der Geist ist. Der Geist hat die Kamera geschlossen. Ist doch oben. Oh, shit, der Geist ist doch oben. Martin, lebst du noch? Jetzt beschmeißen sie mich wieder mit Zeug. Also das geht gar nicht. Das finde ich nicht schön. Ah, Scheiße. Ah, Martin ist mit euch am Reden. Hä? Ja, Geisterorb habe ich ehrlich gesagt nicht gesehen. Geisterbuch war falsch platziert, wenn der Geist da oben ist. Schreibt mal in den Chat rein, was würdet ihr meinen? Was denkt ihr?
Banshee, was hat der? Was haben wir für komische Fotos gemacht? Banshee. Nur eine Person jagen. Okay, shit. Banshee kann es nicht sein. Banshee kann es nicht sein. Fuck. Ohne kann ich mir nicht vorstellen, weil das steht, wenn die Leute nur in der Nähe sind und wir sind mehrmals unten gewesen, wo der Geist in dem Fall von oben runtergekommen ist. Juri. Ausräuchern. Wir haben das mit Salz gehabt. Revenant. Goddammit! Gespenst. Das ist der einzige, wo da Salz steht. Berührt nie den Boden, wodurch er nicht durch Fußabdrücke gefunden werden kann. Ja, aber da fehlt EMF Level 5 ist es definitiv. Scheiße. Irgendwelche Tipps? Ja, sonst laufe ich wieder rein. Geisterbuch ist halt am falschen Ort gewesen. Hä? Also ganz ehrlich. Scheiße. Fingerabdrücke kann nicht sein. Geisterbox definitiv nicht. Geisterorb. Geisterbox nicht, weil ich die ganze Zeit in dem Raum, wo er schlussendlich war, geredet habe. Die ganze Zeit. Und ich habe vorher in der Kamera gesehen, wie er von dort rausgekommen ist und die Kamera geschlossen hat. Geisterorb. Habe ich nie wirklich geachtet. Phantom. Ich weiss welchen Raum, weil der Geist in dem Raum gestartet ist, wo wir uns versteckt haben. Dort oben bei der Schränke.
Also der Geist ist von dort aus gestartet. Dann ab in diesem Raum. Wenn ich stirbe. Wenn ich jetzt stirbe, verlieren wir alles. Weil da haben wir etwas haben wir. Wisst ihr das? Wenn ich stirbe, verlieren wir alles. Ja, nein, dann gehe ich nicht einmal rein. Wenigstens ein bisschen Geld. Ich habe nur noch 100 Stutz. Ich riskiere es. Die anderen Geister kann ich mir alle nicht vorstellen. Dämon könnte es... Nein, Dämon kann es nicht sein. Shade kann es nicht sein, weil er jagt, wenn wir mehrere Leute sind. Scheiße, Revenant könnte sein. Okay. Scheiß drauf. Ich riskier's. Also ich riskier's mit dem Wer hat mir eine Dose angeschmissen? Bitte Phantom, bitte Phantom, bitte Phantom. Bitte Phantom, bitte Phantom, bitte Phantom. Und? Scheiße! 70 Stutz haben wir bekommen. Von wegen 10. 70. Ja, du 70. Ich habe nur 29 bekommen. Ja. Ich habe nur 17 bekommen. Weil ich wollte noch viel fragen, was genau ausgewählt war. Aber ich habe unten ja. Gar nicht eingetragen. Ja, ja, weil jeder hat irgendetwas genommen. Hat jemand das Richtige genommen? Ich habe nicht Shade genommen, nein. Okay, wenigstens habe ich wieder ein bisschen Geld. Was meint ihr? Nächste Mittwoch wieder? Hey, habe ich nichts dagegen. Kommen wir? Martin? Martin, willst du auch wieder ins Häuschen machen? Ich glaube, es ist schon raus. Wir müssen vielleicht Discord wieder gehen. Ja, gut. Ja. Dann. Aktivieren wir schnell das Discord. Herr Ordovizium. Musst du noch eine Minute, Martin? Ja, gerade gemerkt. Ja? Sind Sie etwas schnell rausgegangen? Haben Sie die Nase voll von den Geistern? haben Sie zittrige Beine gehabt? Haben Sie den dünnen Pfiff gehabt? Nächsten Mittwoch nochmal eine Runde. Also ich wäre dabei. Ja, wunderbar. Dann können wir es sogar mit halbstündiger Verspätung abschliessen. Danke fürs Zuschauen. Jawohl, das ist gut. Cool, eigentlich kommt es danke mal fürs Spielen. Und dann bis zum nächsten Mal. Jawohl, macht's gut und schönen Abend. Morgen oder wenn ihr wieder den Stream schaut. Ciao zusammen. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.